Über das Haushaltsgesetz 2023 stimmen wir später namentlich ab. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 90 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt also am Ende einer Haushaltswoche, wie das üblich ist, noch einmal eine 90-minütige Aussprache über den Gesamthaushalt. Und der erste Redner ist Helge Braun, der Vorsitzende des Haushaltsausschusses von der CDU-CSU. Liebe Kolleginnen und Kollegen, schon in der ersten Lesungsrunde haben erfahrene Haushälter gesagt, diese Haushaltsberatungen, die werden aufwendig werden und alles andere als einfach. Eine Krise mit so vielen Herausforderungen und darüber hinaus auch die Inflation, das wird viel Arbeit werden. Und so war es auch. Die Änderungsliste alleine der Regierung gegenüber dem Haushaltsentwurf war 500 Seiten stark und damit ziemlich rekordverdächtig. Aus den Reihen der verschiedenen Fraktionen haben wir in der Bereinigungssitzung 1.498 Anträge behandelt. Und wir haben insgesamt über den Zahlen dieses Haushaltes 67 Stunden und 20 Minuten gebrütet. Alleine die Bereinigungssitzung, die letzte Sitzung, hat von 11 Uhr vormittags bis 5.38 Uhr gedauert. Das sind mehr als 18 Stunden. Ich möchte mich bei allen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich bedanken für die konzentrierte und faire Zusammenarbeit. Darüber hinaus bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abgeordneten der Fraktionen des BMF und ganz besonders natürlich bei unserem Ausschusssekretariat, weil bei diesen ganzen vielen Änderungsanträgen, dass wir heute hier stehen und sagen können, wir haben präzise festgehalten, was wir beschlossen haben, und es ist bis auf die letzte Zahl klar, worüber wir abstimmen. Das ist eine große Arbeit, und deshalb den Mitarbeitern unseres Ausschusssekretariats ein ganz herzliches Dankeschön. Ich will einen Punkt ansprechen, der unsere Arbeit aber auch erschwert hat und wo ich die Bundesregierung herzlich bitte, auch darüber noch mal nachzudenken. Wir haben in dieser Zeit der Krisen es regelmäßig damit zu tun, dass wir kurzfristige Entscheidungsbedarfe haben. Und dieses Parlament hat gezeigt, und ich habe das mehrfach gesagt, und ich glaube, da spreche ich auch für alle Haushälter, wenn es wirklich an der Zeit ist, kurzfristig zu entscheiden, um Bürgerinnen und Bürger in der Not bei Inflation oder irgendwas zu helfen, dann ist der Haushaltsausschuss jederzeit bereit, innerhalb von Tagesfrist, innerhalb von 48 Stunden Entscheidungen zu treffen. An den parlamentarischen Abläufen wird das Notwendige niemals scheitern. Auf der anderen Seite haben wir in den letzten Tagen aber auch erlebt, dass die Ankündigungen der Bundesregierung schon 6 Wochen alt sind, dass Dinge wie zum Beispiel die Testverordnung im Falle Corona seit 6 Wochen zur Überarbeitung ansteht, dass dann 5 Wochen und 4 Tage die Bundesregierung sich Zeit lässt, die Dinge vorzubereiten, um dann vom Parlament zu erwarten, dass man innerhalb von 3 Tagen die Dinge entscheidet. Und da sage ich, das kritisiere ich nicht aus Ehrpusseligkeit des Parlaments, sondern hier geht es um die Qualität von Gesetzgebung, um die Frage, ob Experten, ob Länder, ob Anhörungen stattfinden können, dass am Ende das Ergebnis unserer Rechtsetzung gut ist. Und wenn das die Aufgabenteilung im zeitlichen Sinne ist, dann ist das falsch. Und deshalb, egal wie kurz die Frist ist, dass man dem Parlament wenigstens auch ein Drittel der Zeit lässt, um die eigenen Beratungen durchzuführen, das hielte ich für anständig. Und darum möchte ich die Bundesregierung eindringlich bitten. Dieser Haushalt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist schon jetzt auf Kante genäht. Ich will noch ansprechen, der Bundesfinanzminister Christian Lindner hat eines vorgehabt, nämlich 5 Milliarden als globale Mehrausgabe auf die Seite zu legen für all die Probleme, die noch kommen, weil ansonsten die Haushaltsspielräume komplett ausgeschöpft sind. In der Bereinigungssitzung ist diese Summe schon von 5 auf 2 Milliarden gesunken. In der Haushaltsausschusssitzung dieser Woche haben wir gemerkt, dass wir für die eben schon genannte Testverordnung schon 1,2 Milliarden davon belegen müssen. Das heißt, wir gehen mit einem Haushalt, den wir heute beschließen, los, der für all die Unbilden der Krisen des kommenden Jahres keine Vorsorge trifft. Das halte ich für problematisch. Einen letzten Punkt, weil er in dieser Haushaltsberatung immer wieder eine große Rolle gespielt hat, nämlich das Sondervermögen Bundeswehr. Die Haltung des Bundeskanzlers dazu möchte ich noch thematisieren.
Der Bundeskanzler ist der Mannschaftschef dieser Bundesregierung. Und wer die Kapitänsbinde trägt, der hat nicht nur die Aufgabe und die Verantwortung, sportlich sein Team nach vorne zu bringen, sondern er hat noch eine zweite Aufgabe, nämlich in besonderer Weise Fairness und Sportlichkeit auch gegenüber dem Gegner walten zu lassen. Und Olaf Scholz hat als Bundeskanzler mehrfach betont, dass seine Regierung jetzt beim Sondervermögen Bundeswehr all das aufarbeiten muss, was die alte Regierung nicht geschafft hat. Und als jemand, der der ehemaligen Bundesregierung genauso angehört hat wie Olaf Scholz, kann ich sagen, ja, auch Annegret Kramp-Karrenbauer, Angela Merkel und ich, wir müssen den Soldatinnen und Soldaten sagen, wir haben uns zwar mehr Geld für die Bundeswehr und ein klares Bekenntnis zum 2-Prozent-Ziel gewünscht, und wir sind dafür verantwortlich, dass wir es nicht durchgesetzt haben. Aber derjenige, gegen den wir nicht mehr durchgesetzt haben, und derjenige, der im Bundeshaushalt sich dagegen gewehrt hat, dass wir das 2-Prozent-Ziel klar reinschreiben, sondern stattdessen wolkige Formulierungen von Richtung 1,5 %. Das war der Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Und deshalb hat er eine weit größere Verantwortung dafür, dass wir heute in dieser Lage sind. Wir waren des guten Willens, und er ist derjenige, an dem wir da gescheitert sind. Und deshalb will ich deutlich sagen, ein Mannschaftskapitän muss sportlich Vorbild sein. Er macht der Kapitänsbinde keine Würde. Vielen Dank. Helge Braun von der CDU, der Vorsitzende des Haushaltsausschusses. Er hat es angesprochen, eine 18-stündige Bereinigungssitzung. Das ist nicht so spektakulär, wie es sich anhört. Es ist sehr, sehr lang, aber die Haushälter haben immer diese Bereinigungssitzung, die meistens auch sehr lange dauert. Über 1000 Anträge. Und dort ist viel Geld bewegt worden, unter anderem 31 Milliarden mehr beschlossen worden, als vorher festgelegt worden war. Bettina Hagedorn, die ist die stellvertretende Vorsitzende im Haushaltsausschuss. Sie ist von der SPD. Die Kapitänsbinde. Die hat in unserem Haushaltsausschuss in den letzten 8 Wochen der Beratung, die hast du ja getragen. Und ich glaube, ich spreche für alle Haushälter, wenn ich hier an dieser Stelle feststelle, ein dickes Dankeschön geht an unseren Haushaltsausschussvorsitzenden, der den Haushaltsausschuss Applaus von allen Fraktionen. Mit sehr viel Ruhe, Kompetenz, aber auch sehr viel Stringenz durch diese Wochen geleitet hast. Du hast zu Recht darauf hingewiesen, wie viele Seiten, wie viele Änderungsanträge es waren. Es war ein ganz bemerkenswerter Haushalt. Das war meine 21. Bereinigungssitzung. Und es ist schon so, dass natürlich in Zeiten, wo zwischen dem Kabinettsbeschluss für einen Haushalt und der Bereinigungssitzung sich die Welt so dramatisch verändert wie in diesem Jahr, da kommt es dann auch zu umfangreichen Veränderungserfordernissen beim Haushalt. Aber wir haben das gut bewältigt. Und vielen Dank für deine kluge Führung an dieser Stelle. Das war jetzt aber genug Lob, denn, lieber Helge Braun, du hast gerade eben auf das 2-Prozent-Ziel angesprochen, und darum will ich jetzt doch mal ein bisschen etwas dazu sagen, auch wenn ich sicher bin, mein Kollege Andi Schwarz wird das nachher noch näher ausführen. Fakt ist jedenfalls, dass wir in der zweiten GroKo, als der Finanzminister Wolfgang Schäuble hieß, ein Verteidigungsetat hatten, der so zwischen 36 und 37 Milliarden Euro lag. 4 Jahre später, als wir die große Koalition, die dritte, hatten mit Olaf Scholz als Finanzminister, hatten wir den Etat pro Jahr auf über 50 Milliarden gesteigert. Das ist pro Jahr ein Plus von 13 Milliarden Euro. Und was das in der Summe für die Ausstattung für die Bundeswehr bedeutet, das ist bemerkenswert. Und insofern, hör auf mit der Mehr, Sozialdemokraten hätten hier gestockt, dass wir für die Ausrüstung der Bundeswehr und der Soldatinnen und Soldaten genug Geld bereitstellen. Dafür waren wir immer. Allerdings die Träume von Annegret Kramp-Karrenbauer, Deutschland mit einem Flugzeugträger auszustatten, hat nicht auf unsere Begeisterung gestoßen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dieser Haushalt trägt aus unserer Sicht die Überschrift
Zusammenhalt in der Zeitenwende. Und wir haben in dieser Woche einen Haushalt beschlossen, der nicht nur vom Volumen her enorm ist, sondern der auch auf die Erfordernisse der Zeit die richtigen Antworten gibt. In allen Haushalten, die wir hier auf die eine nationale Tragweite haben, haben wir enorme Aufstockungen beschlossen, in dem Umfang, wie sie wirklich erforderlich sind. Ich sage nur, wir haben auf die berechtigten Sorgen der Jobcenter gehört. Wir haben den Etat für Arbeit und Soziales zum Beispiel um 500 Millionen Euro nur in diesem Bereich für die aktive Arbeitsmarktpolitik aufgestockt. Wir werden dafür Sorge tragen, dass gerade in diesen Zeiten nicht nur die Arbeitsplätze gesichert bleiben, sondern auch, dass Menschen in Qualifizierung kommen, um dann auch qualifizierte Arbeitsplätze zu haben. Wir haben uns aber auch um die Sorgen der Menschen gekümmert. Nicht nur die drei Entlastungspakete von fast 100 Milliarden Euro sind vollfinanziert in diesem Haushalt, sondern auch viele, viele Dinge. Ich nenne nur beispielhaft die größte Kindergelderhöhung ab 1. Januar überhaupt auf 250 Euro pro Kind. Ich nenne nur das Wohngeld Plus, dass die Wohngeldempfänger, die Anspruchsberechtigten verdreifachen wird und das Wohngeld verbessern wird. Und all dies sind Beiträge, die wir heute mit diesem Haushalt beschließen. Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, insbesondere die, die diesem Haushalt zustimmen werden, also die Kolleginnen und Kollegen von FDP und Grüne, darauf können wir gemeinsam stolz sein. Und es ist auch wichtig, dass wir diesen Haushalt des Zusammenhalts in der Zeitenwende nicht nur auf nationaler Ebene betrachtet haben und auf internationaler Ebene nicht nur die Bundeswehr im Blick hatten, sondern dass wir auch den Etat der Außenministerin, den Etat der Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung um jeweils 1 Milliarde aufgestockt haben und zusätzlich in der Bereinigungssitzung aus den Mitteln des Haushaltes 2022 eine weitere Milliarde pari pari zwischen diesen beiden Ressorts aufgeteilt zur Verfügung gestellt haben. Das sind Beiträge zum Beispiel, um die internationale Ernährungssicherheit sicherzustellen. Und die wirken erst im kommenden Jahr. Und das ist wichtig und erforderlich. Und damit wird Deutschland seinen Beitrag leisten in der Welt. Denn die Welt guckt auf uns natürlich, ob wir auch in militärischer Hinsicht konstant und zuverlässig sind. Aber sie guckt auch darauf, ob wir unserer Rolle gerecht werden, die wir in der G7-Präsidentschaft immer wieder bekräftigt haben. Wir stehen für Dialog, wir stehen für Unterstützung, wir stehen für Solidarität mit der Ukraine. Aber was mir wichtig auch ist, auch mit den Anrainerstaaten wie Moldawien oder Polen, die viel, viel mehr Flüchtlinge aufgenommen haben als wir. Und darum bin ich sicher, dass wir gut gewappnet sind mit diesem Etat. Und ich bedanke mich bei allen, die dazu beigetragen haben. Und auch ich möchte mich ganz besonders bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ausschusssekretariats bedanken. Vielen Dank. Die Haushälter, eine verschworene Gemeinschaft hier im Deutschen Bundestag. Alle wissen, was sie geleistet haben. Und vorhin gab es beim Lob an Helge Braun tatsächlich Applaus aus allen Fraktionen, auch von Peter Böhringer, dem AfD-haushaltspolitischen Sprecher, der jetzt das Wort hat. Frau Präsidentin, liebe Steuerzahler, übermorgen ist erster Advent und die Regierung hat einen Adventskalender gebastelt. Öffnen wir die 24 Türchen. Die Erweiterung des Bundeskanzleramts wird durchgezogen. Die Ampel verteidigt das 770 Millionen Euro Projekt, obwohl sie die Planungen noch stoppen könnte. Doch Herr Scholz will es ebenso gigantomanisch wie Frau Merkel haben. Die Ampel gönnt sich seit Amtsantritt 10.000 Stellen Aufwuchs in ihren Bundesbehörden. Man übertrifft damit inmitten einer bevorstehenden Rezession sogar noch die Vorgängerregierung. Auch der Bundestag selbst bekommt fast 70 zusätzliche Stellen 2023. Das stark linkslastige Institut für Menschenrechte bekommt sogar 50% Personalaufwuchs. 6 Milliarden Euro für den neuen IWF-Fonds Resilience and Sustainability Trust, alles für internationale Corona- und Klimafinanzierung. 24 Milliarden fürs Bürgergeld, davon über 10 Milliarden an ausländische Empfänger. 30 Milliarden Klimaausgaben aus dem KTF. Kanzler Scholz versprach zudem am 6. November in einer 5-Minuten-Rede mal eben ein weiteres Milliardenprogramm fürs Klima, für den Planeten. Mit mehr Ehrgeiz
und Zusammenarbeit mit den Staaten der Welt. Mehr Ehrgeiz also gegen den deutschen Steuerzahler, denn natürlich ist das eine Chiffre für Deutschland zahlt es. Zudem mehr Unterstützung durch Gelegenheitsstrom aus Sonne und Wind für den Balkan. Hinzu kommen absurde EU-Klimaprogramme, über die die grüne CO2-Religion in allen EU-Ländern durchgesetzt werden soll. Dasselbe macht die Ampel sogar in Moldawien und Georgien. Bei deutschen Verbrauchern dürfen sich die Energierechnungen dagegen verfünffachen. Das stört die Ampel nicht. Die Ukraine forderte im November mal eben die Finanzierung ihres Staatshaushalts, die Finanzierung des ganzen Staatshaushalts. Die zugehörige Geberkonferenz fand darum gleich hier in Berlin statt, denn ja, dann konnten die deutschen Steuerzahler oder im Namen der deutschen Steuerzahler die großzügigen Geber kurze Wege haben in Berlin hier. Letztlich ist eine signifikante Übernahme der Ukraine Kriegs- und Haushaltskosten durch die internationale Gemeinschaft, also Deutschland, offenbar gesetzt. Bis hin zu 750 Milliarden ist da alles möglich, da die Bundesregierung ja schon früh einen Blankoscheck unterschrieben hat. Rüstungsgüter werden dabei oft indirekt gekauft oder getarnt als Gewährleistung, etwa über die European Peace Facility der EU oder über IWF-Konstruktionen. Dabei weiß man natürlich schon heute, dass das Geld niemals zurückfließen wird. Trotzdem fordern die Ministerinnen Baerbock und Lambrecht, der einzigen Friedensparteien Grüne und SPD, noch mehr Geld für Waffen für die Ukraine. Kohleersatzindustrien. Man versucht angeblich, die Zukunft der alten Kohleregionen zu sichern, leider jedoch, indem man technologische Sackgassen dort ansiedelt. Ich sage das ganz bewusst, Wasserstoffprojekte in der geplanten Form sind Sackgassen. Oder für die viele Millionen Euro ernsthaft ein Institut für elektrifizierte Luftfahrtantriebe oder gar eine Initiative hybrid-elektrisches Fliegen. Ich sage Ihnen, das ist eine Vollabschreibung vom ersten Tag an. Generell wäre es natürlich besser, die alte Industrie an diesen Standorten gar nicht erst kaputt zu schlagen, sondern sie ganz konservativ, konservare zu bewahren. Deutsche Kohle wird ja zunehmend wieder weltmarktfähig und auch gebraucht, aber die grüne CO2-Religion steht halt im Weg. Die permanente Uniper-Rettung, die größte Unternehmensrettung der deutschen Geschichte. Ständig wachsende Kosten, Kredite, Eigenkapitalgeschenke und Gewährleistungen des Bundes an Uniper und Ablösung von wertlosen finnischen Altkrediten, alles in Milliardenhöhe, inzwischen über 50 Milliarden Euro, alles völlig intransparent und das ist immer noch nicht das Ende der Rechnung. Hinzu kommen Milliardenverluste aus Gastermingeschäften der Trading Hub Europe. Herr Habeck soll keine Zockergeschäfte mit grundlosem Gasverkauf auf Termin machen, sondern das teuer mit Steuergeld eingekaufte und eingelagerte Gas einfach exklusiv für die deutschen Stadtwerke vorhalten. Leider geschieht das nicht, und wir haben es im Ausschuss ausführlich erfragt, aber es geschieht nicht. Man lockt lieber über Terminmarktverkäufe ohne Not und zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt den Maximalverlust für den deutschen Steuerzahler und zugleich Maximalgewinne für internationale Terminmarktzocker ein, ohne sicherzustellen, dass das Gas wenigstens deutschen Verbrauchern zugutekommt. Ein Skandal. Dann absurd hohe 670 Millionen Euro für die politischen Stiftungen. Die AfD fordert seit Jahren einen drastischen Abwuchs dieser Position. Und wir sind noch immer nicht fertig. Hier weitere Steuergeldtürchen, die nicht nur überflüssig, sondern sogar schädlich für Deutschland sind. Der Verein United for Rescue erhält bis 2026 über 8 Millionen Euro Steuermittel zur Schleusung von Asylforderern an die europäische Küste und damit natürlich nach Deutschland. Hier gilt, gute Taten mit fremdem Geld haben keinerlei moralischen Wert. Die Deutschen wollen diese Summe nicht für diesen Zweck eingesetzt wissen. Und schon gar nicht per Vetternwirtschaft, denn der Vorsitzende des Vereins ist ja inzwischen bekanntlich der Lebensgefährte der Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt. Diese Position sagt sehr viel über den moralischen Wert des Gesamthaushalts aus. Mit einigen Millionen unterstützen Sie als Steuerzahler auch noch solche netten Dinge wie Finanzsystemreformen in Marokko oder urbane Mobilität in Peru.
Steht alles hier. Und natürlich unterstützen Sie auch immer noch die Corona-Hysterie mit Milliarden für Tests und Impfdosen. Minister Lauterbach lässt einfach nicht locker, obwohl die Corona-Maßnahmen nicht etwa Long-Covid, das ist eine Lüge, höchstwahrscheinlich seit 2021 zu einer signifikanten Übersterblichkeit geführt haben. Dann zahlen Sie künftig den Leib- und Hoffotografen von Minister Habeck mit sechsstelligem Jahresgehalt. Die AfD weiß, warum sie die Öffentlichkeitsarbeit der gesamten Regierung, fast aller Ministerien, drastisch reduzieren will. Und dann noch das Adventstürchen 24. Mit Millionen von Euro werden von der CO2-besorgten Regierung riesige landwirtschaftliche Nutzflächen, die unsere Vorfahren in Jahrhunderten und vor Jahrhunderten den Sumpflandschaften entrissen und abgerungen hatten, wieder unter Wasser gesetzt. Das ist kein Witz. Die Ampel ist also zukünftig mit Kapitänsbinde in neuen Sümpfen unterwegs. Den alten Politsumpf bewässert sie ja sowieso milliardenschwer. Verrücktes Deutschland anno 2022. Ich komme zum Schluss. Das waren nur 24 kleine Spitzen der Eisberge und kleine Einblicke in die Tiefen der Abgründe, die sich im linken, linksgrünen Haushalt auftun. Überall und für alles ist Geld da, nur nicht für werktätige Deutsche. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen ersten Advent allerseits. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Paula Pichotta für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, 2023 wird das dritte Jahr in Folge sein, das nach einem Krisenhaushalt verlangt. Und wir gewöhnen uns nicht als Parlament an den Ausnahmezustand, aber wir können inzwischen ganz gut mit ihm umgehen. Wir wissen unter anderem, umso unübersichtlicher die Zeiten, umso klarer müssen die Antworten sein. Und die Antworten, die dieser Bundeshaushalt gibt, in Sachen Entlastung, in Sachen Modernisierung, in Sachen Energiesicherheit, die sind sehr klar in unübersichtlichen Zeiten. Wir wachsen an unseren Aufgaben in der Krise als Gesellschaft, als Bundestag, und auch der Bundeshaushalt wächst mit uns an diesen großen Aufgaben. Friedrich Merz am Mittwoch und auch Jens Spahn zum Beispiel heute Vormittag hier, die können ja gar nicht die aktuelle Situation in Deutschland schwarz genug malen. Und es ist ihr gutes Recht, das als Opposition so zu sehen, aber ich möchte auf ein paar Frühindikatoren verweisen, die vielleicht auch deutlich machen, dass sich vielleicht gerade die Stimmung auch ein bisschen dreht. Manche meiner Kollegen würden auf den IFO-Geschäftsklimaindex hinweisen, der den zweiten Monat in Folge steigt, andere auf die deutlich sich reduzierenden Energiepreise. Ich möchte Ihnen aber noch einen anderen Frühindikator nennen, der für mich vor allem in meiner Region wichtig ist, ein ganz feiner Gradmesser dafür, wie groß die materiellen Ängste in dieser Gesellschaft sind. Und das ist das Demonstrationsgeschehen in Ostdeutschland. Wir stellen in diesen Wochen fest, weniger Demonstrationen, weniger Teilnehmerinnen bei den verbliebenen Demonstrationen. Und man muss sagen, dieser heiße Herbst, den sich so viele in feuchten Fieberträumen gewünscht haben, der kommt nicht, der wird gerade still und heimlich beerdigt. Und das ist ein gutes Zeichen für den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft. Und da hat auch der Bundeshaushalt Anteil daran. Was Friedrich Merz und was auch Jens Spahn heute Morgen ja auch nicht oft genug betonen können, ist, dass es aus ihrer Sicht ruckelt in der Bundesregierung. Ruckelt. Ich möchte aber fragen, kann es vielleicht sein, dass Sie in der Union vielleicht einfach nicht mehr wissen, wie es sich anfühlt, wenn sich was bewegt in diesem Land? Es ruckelt ja vor allen Dingen deswegen, weil so lange Stillstand war. Wir machen in Monaten, was vorher Jahrzehnte nicht ging. Und an der Stelle die Frage zu stellen, ist es vielleicht auch gut, dass mal was ruckelt, weil neue Wege auch nach Streit verlangen, um diese neuen Wege überhaupt erst definieren zu können, die man hier beschreiten will. Und dann auch bei Friedrich Merz und Jens Spahn ist ja auch der Vorwurf nicht weit, es wäre hier Führungsversagen der Bundesregierung. Ganz ehrlicherweise muss ich sagen, es gibt gerade genug Beispiele auch in Europa für echtes Führungsversagen. Wenn wir nach Großbritannien schauen, 44 Tage von Liz Truss, die haben gezeigt, was wirklich an verheerenden Folgen da ist, wenn echtes Führungsversagen haushalts- und finanzpolitische Verwerfungen produziert. Was der DFB gerade in Katar abliefert, auch echtes Führungsversagen. Und wenn ich ganz kurz noch mal auf die CDU schauen will,
Die CDU als mit Abstand größte konservative Partei in diesem Land, und das sage ich auch als jemand, der aus Sachsen kommt, eine der vornehmsten Aufgaben der größten konservativen Partei, gerade auch als Lehrer aus dem 20. Jahrhundert, ist, Führung zu zeigen, Führung, die Friedrich Merz auch bei Amtsantritt angekündigt hat, als Partei dafür zu sorgen, dass die Brandmauer gegen rechts auch in diesen Krisenzeiten stehen bleibt und dass sie gehegt und gepflegt wird und jeder Riss, der da auftritt, sofort zugespachtelt wird. Und dann von Führungsversagen zu reden, wenn man in der eigenen CDU-CSU es nicht schafft, wenn ostdeutsche CDUler sich im bundesdeutschen Fernsehen hinstellen und Friedrich Merz persönlich mit dem Schicksal von Marie Antoinette drohen, wenn er weiter auf dieser Brandmauer besteht, dann erwarte ich auch von Friedrich Merz als Parteivorsitzendem, dass er an der Stelle die Kapitänsbinde nicht so sträflich abstreift, wie das der DFB tut, dass er nicht einfach nur den Mund hält, sondern dass er den Mund aufmacht, wenn es unangenehm wird. Das ist seine Aufgabe in diesen Zeiten für den Erhalt der Demokratie. Weil ich will in 20 und in 30 Jahren. Apropos Kapitänsbinde, man hat ja jetzt gestern auf Twitter gelesen, die soll jetzt schon ins Haus der Geschichte überführt werden. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass sich in 20 oder 30 Jahren, wenn wir diese Demokratie erfolgreich durch die Krise gebracht haben, dass wir uns dann Armbinden aus Polyester anschauen wollen im Haus der Demokratie, sondern die Modernisierungsprojekte, die auch in diesem Haushalt schon angelegt sind, die automatisierte digitale Kupplung, die den Eisenbahngüterverkehr revolutionieren wird, vielleicht auch der erste mRNA-Impfstoff gegen Krebs, der in Deutschland hergestellt wird. Das sind, glaube ich, die Sachen, die wir im Haus der Geschichte in 30 und in 40 Jahren sehen wollen. Und meine Damen und Herren, Krisen sind Katalysatoren für Modernisierung. Und Krisen sind Katalysatoren dafür, dass wir unglaublich schnelle Schritte vorwärts machen in dieser Gesellschaft. Und ganz ehrlich, dieser Bundeshaushalt ist Teil dieser katalysatorischen Wirkung. Und ich freue mich auf die vielen Modernisierungen, die wir auch im nächsten Jahr schon werden begutachten können. Vielen herzlichen Dank. Schlussrunde im Deutschen Bundestag zum Haushaltsgesetz 2023. Und Gesine Lötsch, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, ist auch Berichterstatterin für ihre Fraktion und haushaltspolitische Sprecherin. Ich glaube, sie ist die Abgeordnete, die in den letzten 4 Tagen hier am häufigsten am Rednerpult stand. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dieser Haushalt ist nicht sozial, er ist nicht friedlich und er ist auch nicht ökologisch. Darum werden wir Linken ihn ablehnen, meine Damen und Herren. Er ist nicht sozial, weil die Hartz-IV-Erhöhung nicht einmal die Inflation ausgleicht. Die Grundnahrungsmittel sind über 20% gestiegen, die Preise, und 11% Erhöhung von Hartz-IV ist da ein schlechter Witz, meine Damen und Herren. Wir sagen, weg mit der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Und er ist nicht sozial, weil er unser Gesundheitssystem in den Grundfesten erschüttert. Die gesundheitliche Versorgung ist nicht mehr gesichert, wenn Krankenhäuser und Arztpraxen weiter ungeschützt der Preisexplosion ausgesetzt werden. Wir sagen, kein Krankenhaus darf geschlossen werden, meine Damen und Herren. Und der Haushalt ist nicht sozial, weil er die Krisengewinner nicht zur Kasse bittet. Die Unternehmensberatung Ernst & Young berichtet, die Umsätze der 40 DAX-Firmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind um 23% gestiegen und damit so stark wie seit 10 Jahren nicht mehr. Das ist doch nicht normal. Wir brauchen endlich eine Übergewinnsteuer, meine Damen und Herren. Und dieser Haushalt, meine Damen und Herren, ist nicht auf Frieden ausgerichtet. 72 Milliarden Euro insgesamt sollen für Aufrüstung ausgegeben werden. Die Rüstungskonzerne verdienen sich dumm und dämlich, und die Ampel ist bereit, jeden Preis für Waffen und Munition zu zahlen. Die Schuldenbremse gilt augenscheinlich nicht für die Bundeswehr. Sie wird nur dann angezogen, wenn es um Gesundheit, Bildung und Wohnen geht. Wollen Sie etwa eine Koalition der sozialen Kälte bleiben, meine Damen und Herren? Und diese Regierung ist auch nicht ökologisch. Sie haben beim Einkauf von Gas und Öl nur die Oligarchen gewechselt. Dafür zahlen Sie jetzt auch jeden Preis. Und wenn man jetzt Steinkohle aus Südafrika einkauft, dann ist es ja wohl auch nicht der kürzeste Weg, meine Damen und Herren. Es ist schon erstaunlich, wie die schwindsüchtige FDP den Kurs dieses Regierungstankers vorgibt. Wenn ich eine Kapitänsbinde in dieser Regierung zu vergeben hätte, würde sie Herr Lindner bekommen. Die FDP ist nämlich die einzige Partei, die die Wünsche ihrer Wählerinnen und Wähler eins zu eins durchsetzt.
Sie verhindert eine gerechte Steuerreform. Die FDP und die Krisengewinner haben sich untergehakt. Das gefährdet den sozialen Frieden in unserer Gesellschaft. Die Politik muss sich umkehren. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ja, ein Lob, was als solches ja nicht unbedingt so gemeint ist, aber das hat sie in dieser Haushaltswoche schon einmal von sich gegeben. Mal sehen, was Christian Lindner dazu sagt, der Finanzminister, der den Etat zu verantworten hat, denn er hat jetzt das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Lötsch, vielen Dank für die Worte der Anerkennung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere den Mitgliedern des Haushaltsausschusses will ich danken für intensive, arbeitsreiche und sehr konstruktive Beratungen. Die Kolleginnen und Kollegen des Haushaltsausschusses haben wahrlich gezeigt, dass sie keine Leichtmatrosen sind. In dieser stürmischen See, in diesen für uns alle herausfordernden Zeiten haben Sie einen Haushaltsentwurf beraten und jetzt hier auch zum Beschluss vorgelegt, der Orientierung gibt in diesen schwierigen Zeiten. Gewissermaßen haben die Haushaltspolitiker die Kapitänsbinde angezogen, um diesem Land mit diesem Haushalt Orientierung zu geben. Und die Richtung ist klar. Wir bewältigen die Krise, aber wir vernachlässigen die Zukunftsaufgaben dieses Landes dabei nicht. Ich will das an drei Aspekten deutlich machen. Erstens enthält dieser Bundeshaushalt für das Jahr 2023 Rekordentlastungen in einer Größenordnung, wie sie dieses Land über viele Jahre nicht gesehen hat. Neben vielen Maßnahmen zur Entlastung der Familien und auch bedürftiger Menschen will ich aus tagesaktuellen Gründen auf das Inflationsausgleichsgesetz zu sprechen kommen, das ja heute der Bundesrat auch bestätigt hat. Im nächsten Jahr werden wir die arbeitende Bevölkerung, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, verschonen vor ansonsten drohenden fast 19 Milliarden Euro Steuererhöhungen, heimliche Steuererhöhungen. Soziale Gerechtigkeit bemisst sich daran, dass die Menschen, die bedürftig sind, nicht alleine gelassen werden. Aber soziale Gerechtigkeit hat auch eine andere Komponente, nämlich Fairness gegenüber denjenigen, die mit ihrer Arbeit dieses Land tragen und hohe Steuern und Abgaben zahlen. Wir werden, liebe Kolleginnen und Kollegen, für den nächsten Haushalt 2024, davon bin ich überzeugt, daran anknüpfen müssen. Das internationale Umfeld unseres Landes verändert sich fundamental. Ich erwähne den Inflation Reduction Act der Vereinigten Staaten und andere Veränderungen unseres Umfelds. Wir werden auch neu erkennen müssen, dass das Steuerrecht ein Teil, ein Instrument sein kann, um die Standortqualität unseres Landes insgesamt zu verbessern und vor allen Dingen die privaten Investitionen anzuschieben, die wir für die Erneuerung unserer Wirtschaft brauchen, für saubere Technologie und Digitalisierung. Denn einen zweiten Aspekt, Rekordinvestitionen. Dieser Bundeshaushalt umfasst Rekordinvestitionen in die digitale und in die Verkehrsinfrastruktur, in den Klimaschutz, in effiziente Gebäude. 50 Milliarden Euro stehen im Etat zur Verfügung. Hinzu kommen die Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds. Für die Ertüchtigung der Bundeswehr haben wir ein Sonderprogramm von 100 Milliarden Euro aufgelegt. Verehrte Anwesende, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Herausforderung ist in Deutschland nicht mehr, öffentliche Mittel bereitzustellen, Kapital bereitzustellen für Zukunftsaufgaben. Das hat sich verändert. Diese Koalition hat haushaltspolitisch alle Voraussetzungen geschaffen für die Gewinnung unserer Zukunft. Die Aufgabe liegt jetzt woanders. Diese Mittel müssen tatsächlich genutzt werden. Und dafür brauchen wir andere, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren und auch schnellere, effizientere Beschaffungsvorgänge bei den Streitkräften, damit das, was im Haushalt steht, auch tatsächlich in der Praxis das Leben der Menschen verbessert. Und zum Dritten, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Bundeshaushalt kehren wir zurück zur Schuldenbremse. Ich komme jetzt gleich darauf zurück, das wollte ich von mir aus ansprechen, aber es war kein Selbstläufer, dass wir
in diesem Bundeshaushalt die Schuldenbremse einhalten. Wir mussten auch Konsolidierungsanstrengungen unternehmen und können, Gottlob, ja auch bestimmte krisenbedingte Ausgaben jetzt beenden. Ich nenne als ein Beispiel etwa die Corona-Testverordnung und die Corona-Impfverordnung. Beide werden noch, beziehungsweise die Testverordnung bis Ende Februar des nächsten Jahres finanziert. Das sind noch einmal für den Dezember, Januar und Februar gut 1,2 Milliarden Euro. Aber dann läuft das aus. Wir wissen noch nicht genau, wie die weitere Entwicklung ist. Aber Stand jetzt, bei den jetzigen Erwartungen zur Entwicklung der Pandemie, können wir sagen, dass mindestens für den Bundeshaushalt der 1.3.2023 gewissermaßen der haushaltspolitische Freedom Day ist. Also Konsolidierungsanstrengungen haben wir vorgenommen. Aber dennoch, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollten wir uns nicht zu sehr rühmen, dass wir die Schuldenbremse erreicht haben. Denn wir werden im nächsten Jahr unverändert gesamtstaatlich ein enormes Defizit haben. Ein enormes Defizit deshalb, weil wir für unsere politischen Vorhaben in der Haushaltspolitik des Bundes die Schuldenbremse beachten und selbst disziplinieren, dass wir aber natürlich die krisenbedingten Ausgaben für Strom- und Gaspreisbremse im von der Pandemie bekannten Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds bündeln. Das hat eine Bewandtnis, nicht nur der Selbstbindung der Koalition an die Stabilitätspolitik, sondern auch um Flexibilität zu haben. Das ist vielen Rednerinnen und Rednern der Opposition bislang gar nicht aufgefallen. Die Strom- und die Gaspreisbremse kann man nicht genau prognostizieren, weil wir die Strom- und die Gaspreise in ihrer Entwicklung des nächsten Jahres nicht kennen. Und aus diesem Grund brauchten wir das Instrument mit seiner Flexibilität. Wir verbinden also die Disziplin für den Bundeshaushalt mit den notwendigen Maßnahmen zur Krisenbewältigung. Ich komme zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nach der Haushaltsberatung ist vor der Haushaltsberatung. Der Haushalt 2024 wird ungleich herausfordernder als der Haushalt des Jahres 2023. Um Haushaltswahrheit zu schaffen, haben wir die von der früheren Regierung ja aufgebauten Rücklagen begonnen aufzulösen. 2024 werden keine mehr zur Verfügung stehen in nennenswertem Umfang. Wir werden unser Ambitionsniveau steigern müssen bei Klimainvestitionen. Wir werden unser Ambitionsniveau steigern müssen bei der Digitalisierung und bei der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Der Haushalt 2024 wird noch herausfordernder als dieser. Wir haben also keine Alternative. Wir müssen weiter mutig bleiben. Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, will im kommenden Jahr 476,29 Milliarden Euro ausgeben und hat fast dreimal so hohe Kredite wie ursprünglich veranschlagt, nämlich 31 Milliarden mehr als ursprünglich geplant. Stefan Müller jetzt für die CDU-CSU. Es ist ja guter Brauch, in einer Haushaltswoche dann, gerade wenn es die Schlussberatung ist, um mal ein Fazit zu ziehen und sich vielleicht auch ein paar Fragen zu stellen. Also ich habe mir jetzt mal in den letzten Tagen zwei Fragen gestellt. Die erste Frage, ob, das wissen wir aber noch nicht, Olaf Scholz vielleicht später noch kommt und die Kapitänsbinde trägt. Und die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was hätte eigentlich Christian Lindner als Fraktionsvorsitzender der FDP gesagt, wenn wir in unserer Regierungszeit einen solchen Haushalt vorgelegt hätten? Einen solchen Haushalt vorgelegt hätten, der vorgibt, die Schuldenbremse einzuhalten, das aber nur schafft, weil sie Geld aus der Rücklage entnehmen, Ausgaben in Schattenhaushalte verschiebt und Buchungsregeln verändert. Was hätte Christian Lindner gesagt zu unserer Regierungszeit, wenn wir dann auch noch, wenn unser Finanzminister sich hier hingestellt hätte und gesagt hätte, das ist solide, das ist seriös, das ist vorausschauend, es ist nachhaltig. Das ist ein Bild der Sparsamkeit, das in diesem Haushalt gezeichnet wird. Und das Ganze ist auch noch verfassungskonform. Wir werden es leider nicht erfahren. Aber alles das, was wir jetzt gerade hier gehört haben, hätte jedenfalls Christian Lindner zu seiner Zeit, zu unserer Regierungszeit jedenfalls, nicht durchgehen lassen. Zu Recht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und
glaube, Franz Müntefering war es mal, der gesagt hat, es ist nicht fair, wenn man nach Wahlen dann auch tatsächlich an Wahlprogrammen von Vorwahlen auch tatsächlich erinnert. Ich will es aber trotzdem mal tun. Die FDP, das hat er auch gesagt, das stimmt, aber nichtsdestotrotz, die FDP hat in ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl noch versprochen, dabei stehen wir für eine solide und investitionsorientierte Haushaltspolitik und zur im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse. Jede Generation hat ihre Herausforderungen und muss über die finanzpolitischen Spielräume verfügen, um diesen gerecht zu werden. Die Realität sieht aber anders aus. Die Realität sieht so aus, dass seit Beginn Ihrer Regierung Sie 545 Milliarden Euro an Kreditermächtigungen zulasten des Haushaltes ausgebracht haben. 60 Milliarden beim zweiten Nachtragshaushalt 21, 140 Milliarden beim Bundeshaushalt 22, 100 Milliarden beim Bundeswehr-Sondervermögen, 200 Milliarden beim Abwehrschirm und 45,6 Milliarden beim Bundeshaushalt 23. Über eine halbe Billion Euro in gerade mal 12 Monaten. Wenn Sie alle diese Kreditermächtigungen ausnutzen, werden Sie in dieser Wahlperiode mehr Schulden machen als 6 Bundeskanzler von Konrad Adenauer bis Helmut Kohl zusammen. Wenn Fortschritt für Sie bedeutet, neue Maßstäbe beim Schuldenmachen zu setzen, dann haben Sie das Etikett Fortschrittskoalition wirklich verdient, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel. Das ist jedenfalls weder generationengerecht noch nachhaltig und ganz sicher nicht das, was Sie vor der Wahl versprochen haben. Und übrigens, der Bundesrechnungshof ist ja da auch sehr klar in seinem Urteil. In seinem Bericht vom 18. Oktober zur Finanzierung des Abwehrschirms kritisiert der Bundesrechnungshof unter der Überschrift Finanzierung des Schutzschirms verfassungs- und haushaltsrechtlich problematisch und schreibt dann weiter, die vorgesehene Finanzierung des Schutzschirms durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds ist mit mehrfacher Hinsicht problematisch. Die Etatisierung der Mittel in einem Sondervermögen verstärkt die bereits bestehende Intransparenz des Bundeshaushaltsplans. Die vorgesehene Kreditaufnahme auf Vorrat verstößt gegen den verfassungsmäßigen Grundsatz der Jährlichkeit. Und die Auswirkungen sind ja schon auch klar zu sehen übrigens. Früher konnte man in den Bundeshaushalt schauen und wusste, was und wie viel Geld der Bund ausgeben wird. Jetzt muss man noch etwa 200 Milliarden, Sie genau wissen Sie es nicht, hinzuaddieren, um zu wissen, wie viel man will und wie viel der Bund ausgeben. Herr Fricke, ich sage gleich gerne noch was zu Ihnen, wenn die Zeit bleibt. Das Gleiche bei den Schulden. Früher konnte man in den Bundeshaushalt schauen und wusste, wie viel Geld der Bund sich leihen würde. Jetzt muss man noch verschiedene Sondervermögen hinzuaddieren. Und Herr Fricke, weil Sie da gerade reinrufen, es war ja noch nicht mal möglich für die haushaltspolitischen Sprecher der Ampelkoalition genau zu sagen, was denn der Bund im nächsten Jahr ausgeben wird. Sie mussten dann, also übrigens alles nachzuschauen, YouTube ab Minute 55. Sie haben gesagt, wir wissen es nicht so genau, müssen mal nachgucken. Sie liefern die Zahlen nach. Herr Kindler sagt dann, wir müssen die Zahlen auch nachliefern. Wir wissen es nicht. Und ich glaube, Herr Rode war es dann, der am Ende gesagt hat, es tut uns leid, wir sind ja jetzt nach 16 Stunden auch tatsächlich Haushaltsbereinigungssitzung. Ich sage mal, das hat mit Müdigkeit, das kann man entschuldigen. Von mir sind es 18. Aber das kann man entschuldigen. Am Ende liegt es doch aber nicht an 18 Stunden Bereinigungssitzung, sondern es liegt an der Intransparenz Ihres Haushaltes, dass Sie selbst nicht mehr wissen, wie tatsächlich die Zahlen zustande kommen und noch nicht einmal mehr einfache Fragen beantworten können in einer solchen Bundespressekonferenz. Also, ich fasse noch einmal zusammen. Die Schuldenbremse, für die Sie sich rühmen, Herr Bundesfinanzminister, wird nur auf dem Papier eingehalten. Sie schaffen es nur mit Entnahmen aus der Rücklage, mit Buchungstricks, mit Schattenhaushalten. Finanzpolitische Solidität sieht wahrlich anders aus. Schlussrunde zum Haushaltsgesetz 2023. Nächste Rednerin, Wiebke Esther von der SPD. Sie ist die Vorsitzende im Gremium Sondervermögen Bundeswehr. 100 Milliarden, von dem ja hier schon mehrfach die Rede war. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in Deutschland werden jede Stunde 13 Frauen Opfer der Brutalität ihres aktuellen oder ehemaligen Partners. Im letzten Jahr wurden mehr als 100 Frauen getötet, weil sie eine Frau waren.
Diese Tötungen tragen einen Namen, sie müssen als das benannt werden, was sie sind, Femizide. Und heute ist Orange Day, der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Darum tragen viele, zumindest der demokratischen Parteien hier im Haus, auch orangene Kleidungsstücke. Ich freue mich über Ihre Krawatte, Herr Lindner. Interpretiere sie auch nicht als Zufall, sondern als klares Zeichen. Und wir tragen heute eben Orange, um ein Zeichen zu setzen. Und Symbolik, sei es eine Farbe oder eine Kapitänsbinde, ist wichtig in der Politik, um zu zeigen, wofür wir stehen. Aber, meine Damen und Herren, aber Politik ist viel mehr. Und darum sind wir heute hier zusammengekommen, um den Haushalt zu debattieren und den Haushalt zu beschließen. Denn Politik darf nie bei Empörung enden. Sie darf nie die Symbolik einfach nur überholen, sondern sie muss den Zeichen genauso wie den Worten Taten folgen lassen. Und das tun wir mit diesem Haushalt. Darum haben wir als Haushälterinnen und Haushälter in den letzten Monaten Tabellen studiert, wir haben Deckblätter geschrieben und wir haben über das Geld verhandelt. Und wir haben so einige Akzente gesetzt, die auch noch im parlamentarischen Verfahren in der schon berühmten angesprochenen Bereinigungssitzung dazugekommen sind. Und ich kann nur einen ganz kleinen Ausschnitt davon aufzählen. Wir haben zum Beispiel 700 Millionen Euro zusätzlich für Fördermaßnahmen im SGB II bzw. jetzt Bürgergeld für die Unterstützung der Jobcenter zur Verfügung gestellt, neben der Erhöhung des Kindergeldes auf 250 Euro, die größte Kindergelderhöhung in der Geschichte der Bundesrepublik, haben wir auch beim Kinderzuschlag noch einmal 400 Millionen Euro obendrauf gesattelt und 130 Millionen beim Unterhaltsvorschuss. Wir haben aufgestockt 2,2 Milliarden Euro für mehr Wohngeld, weil wir mit der Wohngeldreform vor allem auch mehr Menschen unterstützen wollen. Wir haben 2 Milliarden zusätzlich für die humanitäre Hilfe im weltweiten Kampf gegen den Hunger, zivile Krisenprävention und zur Finanzierung des Resettlement-Programms für Menschen in Gefahr aus Afghanistan bereitgestellt. Wir haben 500 Millionen Euro zusätzlich fürs nächste Jahr für den Schienenverkehr bewilligt und 700 Millionen Euro für zusätzliche Investitionsvorhaben in den Kommunen vor Ort, beispielsweise um Schwimmbäder oder Turnhallen zu sanieren oder die Anpassung an den Klimawandel ganz konkret vor Ort voranzubringen. Wir haben ein Pilotprojekt 100 Millionen Euro für den Kulturpass für junge Menschen, für all diejenigen, die 18 werden im nächsten Jahr, die damit kostenlos dann in Museen, ins Theater, aber auch um Bücher zu kaufen, das einsetzen können. Wir haben 7,5 Millionen fürs nächste Jahr und dann Verpflichtungsermächtigung von 60 Millionen Euro für die GRACE-Satellitenmission, eine der wichtigen Forschungsvorhaben für den Klimawandel, bereitgestellt. Und da kann ich jetzt noch weitermachen und weitermachen. Helge Braun hat ganz ausführlich auch dargestellt, wie viele Änderungsanträge wir gehackt haben. Ich will aber eine Frage auch noch beantworten, und zwar die, was tun wir denn jetzt gegen Gewalt an Frauen? Nicht nur die Symbolik, sondern eben auch die Taten. Und auch hier will ich nur drei Beispiele rausgreifen. Das gibt letztlich auch viel mehr. Im Haushalt des Innenministeriums wird das Projekt Gewaltfrei in die Zukunft finanziert. Im Rahmen dessen wird eine Tarn-App entwickelt, die es ermöglicht, Frauen, vor allem Frauen, aber alle, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, zu dokumentieren, verschlüsselt und rechtssicher zu speichern, welche Verletzungen sie erlitten haben, um die Strafverfolgung nachher besser umsetzen zu können. Im Einzelplan des Familienministeriums werden Projekte zur Erprobung von geeigneten Maßnahmen zur Gewaltprävention im Bereich auch Sexismus, Femizide, aber auch digitale Gewalt gefördert, zum Beispiel die Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit, häusliche Gewalt. Und im Etat des Justizministeriums, und weil gerade auch Frauen online durch Hassposts und von psychischer Gewalt betroffen sind, haben wir im parlamentarischen Verfahren beschlossen, die Arbeit der Beratungsstelle Hate Aid mit 500.000 Euro zu unterstützen. Und an Sie, liebe Bundesregierung, wenn wir als Haushälterinnen und Haushälter immer zu Recht wieder zur Sparsamkeit mahnen, dann seien Sie als Mitglieder der Bundesregierung gewiss, auch wenn die Symbolik oft das kostengünstigste Art oder die kostengünstigste Mittel der Politik ist, dann wollen wir Taten sehen, wollen Taten, die ganz konkret etwas bewirken. Und wir wissen auch, dass die fast immer etwas kosten. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für die gute Zusammenarbeit mit den Ministerien. Werbe für den Haushalt, der ein guter geworden ist, stimmen Sie dem gleich zu. Dankeschön. Das Wort hat der Abgeordnete Norbert Kleinwächter für die AfD-Fraktion.
Werte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, bedenklich viele Kollegen haben die Krise in dieser Haushaltswoche als Chance bezeichnet. Olaf Scholz sowieso, Friedrich Merz sah eine Chance, Besitztümer, Besitzstände auf die Probe zu stellen. Andreas Schwarz redete davon, dass es eine Gelegenheit gäbe, große Dinge zu tun. Und ich weiß, Sie träumen alle von der sozial-ökologischen Transformation, vom radikalen Umbau der Gesellschaft, auf deren Ruinen Sie Ihre klimaneutrale Domus Aurea entwickeln wollen, wo dann Windräder und Bakterien Stahl produzieren. Aber ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Krise bedeutet eben nicht automatisch Chance, sondern etymologisch erstmal im Wortsinne Entscheidung. Und von der Entscheidung hängt es ab, ob eine Chance erfolgt oder der Niedergang. Die engste Verwandte der Krise, das ist die Katastrophe. Und Ihre Politik ist wahrlich katastrophal. Sie treffen eine verheerende Entscheidung nach der anderen. Sie senden Unternehmen und Bürger in existenzielle Nöte. Und alles, was Sie dann tun, ist, Milliarden und Abermilliarden Schulden aufzunehmen, um das irgendwie zuzudecken. Sie besaufen sich dermaßen an Schulden, dass Sie doch die nächsten Jahrzehnte ausnüchtern müssen, Herr Lindner. Und wo wir schon bei der Nachhaltigkeit sind, Frau Baerbock. Sie reden immer von Nachhaltigkeit. Finanzielle Nachhaltigkeit bedeutet, Spielräume und Freiheit für die Zukunft zu belassen und nicht unsere Kinder und Enkel noch auf Jahrzehnte einzuengen, dass sie das büßen müssen, was sie hier für ideologische Projekte aufnehmen. Und das verschieben Sie in Schattenhaushalte, in Sondervermögen, um nicht darüber zu sprechen. Und das ist genauso ein Pharisäertum, wie das, was Sie hier gerade machen, hier im Plenum, mit Ihren orangenen Anzügen, mit Ihrer orangenen Krawatte, Herr Lindner. Ja, es ist Orange Day. Sie demonstrieren damit, Sie sind gegen Gewalt gegen Frauen. Aber vielleicht sollte man nicht im gleichen Atemzug den Frauenhäusern 10 Millionen Euro entziehen in diesem Bundeshaushalt, damit sie den Etat der Antideutschen, kann man sagen, Ferda Attermann um 250% anwachsen lassen. Das ist wahrlich heuchlerisch. Aber es ist ja interessant. Es ist interessant, wie Sie zu Deutschland sehen. Und man sieht es an der Rede von Olaf Scholz. Der verwendet Deutschland nie als Subjekt, immer nur als Objekt oder als Attribut irgendwo. Und vor allem redet er erstmal über Deutschlands Abhängigkeit. Die verschlimmern Sie wahrlich mit Ihrer Schuldenpolitik. Und dann spricht er von Deutschland als Land der Funklöcher und Schlaglöcher, der kaputten Brücken und verspäteten Züge. Da sag ich nur, das kommt dabei raus, wenn man immer in die Ferne guckt, statt aufs eigene Land und statt auf die eigenen Leute. 21,3 Milliarden Euro war die Nettozahlung an die Europäische Union im Jahr 2021. 15-mal so viel wie der Beitrag der drittgrößten Volkswirtschaft Italiens. Gerade eine gute Milliarde hat uns gefehlt, dann hätten wir mehr bezahlt als alle anderen Nettozahler zusammen. Dazu kommen noch 66 Milliarden Next Generation EU plus Inflationsaufschlag, die ganze Entwicklungshilfe, die Klimaaußenprojekte, alles Mögliche. Ich sage Ihnen was. Ihre Politik ist die wahre Krise, meine Damen und Herren, und die beste Entscheidung wäre, die Entscheidungsgewalt dieser Bundesregierung baldmöglichst zu beenden. Haben Sie vielen Dank. Ich muss bloß mal organisatorisch schauen, Frau Mast. Genau. Also zu einer Kurzintervention hat die Abgeordnete Mast das Wort. Katja Mast, parlamentarische Geschäftsführende SPD. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich will an dieser Stelle festhalten, dass die SPD-Bundestagsfraktion, und ich bin mir sicher, dass ich auch im Namen der ganzen Ampel spreche, ausdrücklich die Arbeit von Ferda Attermann als Antidiskriminierungsbeauftragte des Deutschen Bundestags, sie ist demokratisch hier gewählt worden, in voller Wertschätzung schätze. Und ich gut finde, dass wir Sie als Antidiskriminierungsbeauftragte für die Bundesrepublik Deutschland gewinnen konnten. Und ich ausdrücklich Hass und Hetze von meinem Vorredner zurückweisen möchte. Sie haben das Wort zur Erwiderung. Werte Frau Präsidentin, werte Frau Mast,
Diese Wertschätzung haben Sie durchaus zum Ausdruck gebracht. Wir würden wertschätzen, wenn man die Frauen tatsächlich vor Gewalt schützen würde. Und ich darf gerne noch mal ausführen, was Sie hier im Antrag der AG Haushalt der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP vom 18.10.2022 im Haushaltsausschuss durchgesetzt haben. Es geht um Kapitel 1703, Titel 89323-290, Bundesprogramm zur Förderung von Innovationen im Hilfesystem zur Unterstützung gewaltbetroffener Frauen mit ihren Kindern, Baumodernisierung und Sanierung um 10 Millionen Euro reduziert. Und ich frage mich schon, meine sehr verehrten Damen und Herren, was diese Symbolpolitik soll, die ich hier eben auch angesprochen habe, einer Kapitänsbinde, One-Love-Binde gleich, hier in Orange rumzulaufen und den Frauen, die wirklich auf Hilfe angewiesen sind, wo die Frauenhäuser dafür zuständig sind, die Mittel zu entziehen, damit sie sich schützen können. Sie behaupten, sie stehen für Menschen, für Frauen, für diskriminierte Menschen ein. In Wahrheit betreiben Sie eine Schuldenpolitik, die Sie verschleiern. Sie betreiben eine Politik gegen die Interessen Deutschlands. Und wer darauf hinweist, den beleidigen Sie als Hetzer, den beleidigen Sie als jemand, der diskriminieren würde, der hier austeilt. Ich sage Ihnen mal ganz ehrlich, meine Damen und Herren, da im Interesse Deutschlands ist es, tatsächlich auf die eigenen Leute zu achten, die Bevölkerung zu schützen, unsere Industrie zu schützen, unsere Menschen in unserem Land zu schützen. Und in Ihrem Bundeshaushalt, den Sie hier vorgelegt haben, da ist absolut nichts davon zu sehen, genauso wenig wie in den Intentionen einer Ferda Attermann, die Deutsche mal als Kartoffel- und Spargelfresser bezeichnet hat. Dankeschön für dieses Lob. Wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat der Kollege Markus Kurt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, Herr Kleinwächter, ich weiß ja nicht, was Sie nehmen. Ich sage nur, nehmen Sie weniger davon. Und ich sage Ihnen auch, was es mit den Mitteln, die Sie, wo Sie unterstellen, dass wir sie kürzen, was passiert ist. Wir haben, weil die Mittel im Moment nicht abfließen in den Bereich der Frauenhäuser, sie in die Zukunft verschoben, haben wir einen entsprechenden Antrag gemacht und die Kürzung ist nicht erfolgt. Das ist erstmal die Wahrheit. So. Und nachdem wir das jetzt hinter uns haben, will ich sagen, dass wirklich die Verhandlungen geprägt hat, dass wir mehrere Herausforderungen haben. Wir haben ja diese Krisen, auf die wir reagieren müssen, und es sind nicht nur multiple Krisen, sondern auch von unterschiedlichem Charakter. Wir haben den Klimawandel als Dauerkrise und den Krieg in der Ukraine als disruptive Krise, die wirklich Strukturbrüche und nicht nur Strukturwandel verursacht. Wir müssen gleichzeitig zweitens einen Reparaturbetrieb nach wie vor betreiben von Dingen, die unterlassen wurden in den vergangenen Jahren und Legislaturperioden, kommt man nicht umhin zu sagen. Und das wird uns auch noch nachhängen in den nächsten Jahren. Und wir müssen Zukunftsgestaltung trotz alledem betreiben. Und dieses alles zusammengenommen ist, glaube ich, mit diesem Haushalt bei allen Schwierigkeiten und auch gelegentlichen Unwuchten, die es gibt, und auch bei allem ganz normalen politischen Streit, den es zum Teil auch innerhalb der Koalition gibt, das ist demokratische Kultur, wenn das zivilisiert abläuft, das ist uns, glaube ich, unter dem Strich gut gelungen. Aber wir können natürlich feststellen, dass es auch eine eigentümliche Gleichzeitigkeit gibt von Geschwindigkeit auf der einen Seite, besonders bei Krisenreaktionen, und einer gewissen Langsamkeit, wenn es um das Ingangbringen von Strukturveränderungen geht. Wir haben, das ist ja heute Vormittag und in der ganzen Woche mehrfach gesagt worden, im gesamten Bereich der Gasversorgungsinfrastruktur ein paar Fortschritt hingelegt. Wir haben die Energiepreispauschalen und Entlastungsmaßnahmen der unterschiedlichsten Formen. Wir haben internationale Krisenreaktionen und dafür
verehrter Stefan Müller, braucht man auch diese 200 Milliarden Euro im WSF. Wenn man die beklagt und gleichzeitig keine eigenen Vorschläge unterbreitet, muss man doch trotzdem irgendwie die Antwort geben. Und das fehlt von Ihrer Seite, wie man schnelle, wirksame Krisenintervention hinkriegt. Und auf der anderen Seite ist auch deutlich geworden, welche Schwierigkeiten da insgesamt noch vor uns stehen. Könnten Sie vielleicht ein bisschen leiser da hinten diskutieren? Danke. So, ich erinnere mich sehr gut an die Befragung und Auseinandersetzung mit Volker Wissing im Haushaltsausschuss, der uns da auch sehr detailliert dargelegt hat, wo Hemmnisse sind und wo zum Teil auch, wir haben ja mehr Mittel in dem Schienenbereich, aber wo wir zum Teil auch einfach an Grenzen stoßen, weil einfach viel zu lange, viel zu viel, gerade im Bereich der Verkehrsinfrastruktur liegen geblieben ist. Und man kann natürlich auch andere Bereiche nennen. Und haushalterischer Ausdruck davon ist ja dann der Mittelabfluss zum Teil. Christian Lindner hat ja völlig zu Recht gesagt, wir haben haushalterisch jetzt die Voraussetzungen geschaffen für eine große Beschleunigung. Aber es ist, glaube ich, auch innerhalb der Beratung deutlich geworden, dass Politik Prozesscharakter hat und dass es länger dauert, dass es nicht mit einem Ruck und einem Schlag getan ist. Und darum kann ich auch wenig mit diesen plakativen Äußerungen anfangen von Friedrich Merz, dass er sagt, wir brauchen jetzt die große Rede, den großen Wurf, sondern ich glaube, es wird speziell bei der Arbeit im Haushaltsausschuss wird sehr klar, dass wir es mit Prozessen zu tun haben, die wir beschleunigen können, die wir aber nicht über Nacht beliebig umsteuern können. Und darum finde ich, ist es unsere Aufgabe, auch gerade als Haushälter, das jetzt mal ganz grundsätzlich abseits der tagespolitischen Auseinandersetzung gesagt, dass wir sparsam umgehen mit Begriffen wie Bazooka und jetzt muss ein Ruck drum gehen. Und auch ehrlich gesagt, mit Doppelwumms und dergleichen kann ich nicht so viel anfangen. Diese Jetzt-geht's-aber-los-Mentalität. Nee, ach, ist doch billig, dass Sie jetzt hier klatschen von der Union. Diese Jetzt-geht's-aber-mal-los-Mentalität erinnert mich so ein bisschen an diejenigen Leute, die man Anfang Januar im Fitnessstudio trifft, wo dann auch alle sagen, jetzt wird's aber alles anders. Im März leert sich das dann meistens dann im Studio, wird das schon etwas weniger. Mir ist klar, man muss natürlich auch nach außen sozusagen Handlungsfähigkeit auch verbal vermitteln. Aber wir im Haushaltsausschuss sind diejenigen, die diesen prozessualen Charakter von Politik auf die Straße bringen und umsetzen. Und das ist der Ampel dieses Mal wieder sehr gut gelungen. Und in dem Sinne übernehmen wir jetzt die Kapitänsbinde. Danke. Ja, Markus Kurt, quasi durchaus auch eine Kritik. Mit Kritik am Bundeskanzler, denn jetzt geht's los, der Doppelwumms, das sind alles Äußerungen des Bundeskanzlers. Christian Görke jetzt, Sprecher für Finanzpolitik von der Linksfraktion. In Ihren Fraktionen dieser Debatte folgen und natürlich ihre Rechte wahrnehmen. Und dazu gehört genauso zu einer lebendigen Debatte, dass man in Zwischenrufen und sonstigen verbalen und nonverbalen Äußerungen seine Gefühle ausdrückt, bitte ich trotzdem um Mäßigung, und es gibt keine Gründe, Konkurrentinnen und Konkurrenten mit als Verbrecher zu bezeichnen oder anderes. Ich denke, man kann auch anders damit entsprechend in der Debatte umgehen. Ich ahne, wer diesen Zwischenruf getätigt hat, da aber die Stenografen sie nicht genau identifizieren konnten, muss ich das jetzt hier in dieser Allgemeinheit so festhalten. So, wir fahren jetzt aber erstmal in der Debatte fort. Christian Görke hat nun für die Linke das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber mein Gefühl ist, dass dieser Finanzminister eigentlich ein Doppelleben führt. Mal ist er ja ideologiebeseelter FDP-Chef, dann ist er Realpolitiker, je nach Wetterlage da draußen. Das Problem ist, am Ende kommt immer schlechte Politik raus. Erst kann er ja die Übergewinne in Deutschland bei den Mineralölkonzernen nicht sehen. Dann macht ihn die EU-Kommission natürlich sehend,
Und trotzdem laufen möglicherweise nächsten Freitag die exorbitanten Übergewinne nahezu unbesteuert durch. Und das, meine Damen und Herren, und deshalb richte ich meine Hoffnung an die FDS, an die Grünen und die SPD, dass sie diesen steuerpolitischen Skandal den Einhalt gebieten. Weiter geht's dann mit einem Interview von Christian Lindner im Spiegel. Ich zitiere den Satz: Es ist ein Irrglaube, wir könnten die Inflation mit zusätzlichen Schulden in den Griff bekommen. Eine Woche später präsentieren Sie uns den Doppelwumms, 200 Milliarden Euro Schulden. Und natürlich helfen die, die Preise zu senken. Wie passt das zusammen? Im Mai fordert er dann die EZB öffentlich auf, doch endlich die Zinsen zu erhöhen. Heute sind die Zinsen höher und Sie stellen sich wirklich letzten Dienstag hierhin und präsentieren sich als Opfer der Zinspolitik, weil im Haushalt jetzt mehr als 30 Milliarden Euro an Zinsen draufgeht. Also, meine Damen und Herren, unglaubwürdiger geht es nicht. Und eins noch. Steuererhöhungen für Topverdiener lehnen Sie ja ab, weil sie natürlich schlecht sind für die Wirtschaft nach Ihrer Sicht. Gleichzeitig kürzen Sie aber die Zuschüsse bei den Krankenkassen und lassen die Zusatzbeiträge für 70 Millionen Versicherte steigen. Und dem DAX-Manager und denen, die viel Geld haben, da sage ich nur Beitragsbemessungsgrenze, bei denen ist das Peng. Aber bei der Kassiererin, zum Beispiel beim Wahlkreis in der Lausitz, ist das schmerzlich. Und deshalb, ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin, Herr Minister, beenden Sie endlich Ihr Doppelleben. Machen Sie mal Politik für die Kassiererin, statt mit Ihrer stellvertretenden Kapitänsbinde sich hier als Bodyguard der Reichen und Vermögen in diesem Land immer zu gebären. Vielen Dank. Der nächste Redner hier in der Schlussrunde zum Haushaltsgesetz 2023 ist Otto Fricke, der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Frau Präsidentin, lieber Kollege Görke, warum es bei Ihnen in Brandenburg nicht mehr zur stellvertretenden Kapitänsbinde gereicht hat, ist mir nach der Rede jetzt inzwischen auch ganz klar. Ich will aber doch deutlich Ihnen eines noch klar machen. Sie haben Haushalt überhaupt nicht verstanden. Zwar genauso wenig wie die CDU, das haben wir beim Kollegen Müller gemerkt. Aber nein, die CSU will ich nicht noch weiter in die Tiefe ziehen. Das muss nicht sein, Herr Kollege. Aber Sie müssen doch eines sehen. Was ist die Aufgabe eines solchen Haushaltes in einer Übergangszeit, in einer Zeitenwende, diese Übergangszeit zu organisieren? Und das hat diese Ampelkoalition in harten Beratungen geschafft. Und ich möchte neben dem Dank an den Ausschuss mich auch noch mal ausdrücklich bei Sven-Christian Kindler und, auch wenn er es nicht gerne hört, in Abwesenheit bei Dennis Rohde bedanken und ihren jeweiligen Teams. Wir haben da viel diskutiert, gemeinsam mit den AGs, aber wir haben am Ende genau das geschafft, was scheinbar weder auf der linken Seite noch bei der CDU, geschweige denn bei der CSU, funktioniert. Wir haben Demokratie gearbeitet und sind zu einem sehr guten Ergebnis mit diesem Haushalt gekommen. Meine Damen und Herren, hätte mir jemand am Anfang der Haushaltsdebatten gesagt, dass wir in das nächste Jahr gehen mit enormen Steuersenkungen, mit dem Einhalten der Schuldenbremse, aber gleichzeitig mit einer Absicherung im Bereich Energie, im Bereich Strom, einer Absicherung im Bereich Verteidigung, dass die ausreichenden Mittel da gewesen wären. Ich hätte gesagt, oh, das weiß ich nicht, ob wir das alle schaffen. Wir haben das geschafft. Und vielleicht, Kollege Müller, weil das für mich die größte Enttäuschung der Haushaltsberatung war, nämlich das Verhalten der CDU-CSU. Das Erste ist, was Sie nicht verstanden haben beim Haushalt. Ein Haushalt ist im Rahmen der Gewaltenteilung, die es in dieser Koalition gibt, eine Ermächtigung der Regierung, Geld auszugeben. Es ist aber nicht die Verpflichtung, für alles und jedes Geld auszugeben, wenn sie erkennt, dass man es nicht mehr braucht. Und deswegen, wenn Sie behaupten, dass jemand wissen müsste, wie viel Schulden im nächsten Jahr gemacht werden, zeigt das nur eines. Sie haben Haushalt nicht verstanden, Sie haben Haushaltspolitik nicht verstanden und Sie haben Ihre Oppositionsrolle überhaupt nicht verstanden. Das ist Ihr großes Problem. Sie streiten sich ja jetzt schon darüber, ich habe das ja heute im Pioneer gelesen, wer denn jetzt bei der CDU-CSU Kanzlerkandidat wird, um die Kapitänsbinde da dann mal zu bekommen. Ehrlich sage ich Ihnen, lassen Sie sich noch 6, 7 Jahre Zeit, dann wird das vielleicht mal eine Frage sein, die Sie sich stellen können. Mich erinnert das inzwischen, weil ich ja Shakespeare nicht immer zitieren darf, an Theodor Fontane, John Maynard. Ja, der Zugwind wächst, die Qualmwolke steht, der Captain nach dem Steuer späht, er sieht nach seinem Steuermann. Aber durch Sprachrohr fragt er an, verdammt noch mal, liebe CDU-CSU, macht doch mal endlich Haushaltspolitik, die ehrlich ist. Und das will ich dann noch an einem Beispiel Ihnen sagen. Wir haben gestern als letzte Debatte den 1:30 Bildung Forschung gehabt. Da redet als Erstes die von mir sehr geschätzte Kollegin Radomski und erklärt, wie man es anders machen könnte. Wo mehr, wo weniger, wo einsparen, wo anders ausgeben.
So weit, so gut. Danach kommt dann die zuständige stellvertretende Fraktionsvorsitzende, das ist alles zu wenig, da müssen mehr Milliarden rausgehauen werden, warum tut ihr das nicht? Heute im Bereich Wirtschaft auch wieder, ja? Nur noch, und ich sage das ganz deutlich, Frau Karliczek, da muss im Haushalt mit Schmackes mehr Geld ausgegeben werden. Das seid ihr doch. Das ist doch die Opposition, mit der wir es zu tun haben. Und ich sage mal so, vielleicht haben wir es auch deswegen so gut hingekriegt, weil wir auf die Opposition gar nicht groß achten mussten. Zum Schluss der Ausblick. Und da gucke ich mir dann die Regierungsbeamten doch dann schon ein bisschen genauer an. Ich will das deutlich sagen. Erstens, die andere Bank, die auch heute wieder leer ist, mit der muss sich nach meiner Meinung die Bundesregierung auch im Rahmen des Eckwerteverfahrens mehr auseinandersetzen. Denn was wir erleben, ist doch inzwischen immer mehr. Wir versuchen vernünftig einen Haushalt zu planen auf Bundesebene. Egal übrigens, das war in der letzten Legislatur auch schon so. Und dann kommen die Länder, machen an der Stelle Vereinbarungen, die zulasten des Bundes gehen. Und wir müssen dann gucken, wie wir das im Haushalt alles noch darstellen. Deswegen meine Bitte bei dem Aufstellen der Eckwerte auf den Bundesrat achten. Zweitens. Die Investitionen. Ich sage das hier noch mal deutlich, der Minister hat es schon getan, aber immer daran denken, auch wenn die Staatsquote 50% ist, die Investitionsquote ist ein Verhältnis von 8 privat zu 1 Staat. Wir müssen dafür sorgen, dass Private investieren. Und nur dann, wenn wir das schaffen, werden wir vernünftige Eckwerte hinbekommen, werden wir auch einen vernünftigen Haushalt 2024 hinbekommen. Dieser jedenfalls ist gut und gut verhandelt. Ich danke. Otto Fricke hat es sicherlich nicht so gemeint. Die Bundesratsbank ist heute natürlich deshalb leer, weil parallel der Bundesrat tagt. Und der hat im Übrigen jetzt auch schon das Bürgergeld durchgewunken. Damit kann es zum 1. Januar in Kraft treten. Wir werden im Anschluss an diese Übertragung Ihnen die Debatte im Deutschen Bundesrat nachtragen. Christian Haase jetzt für die CDU-CSU. Mitarbeiter, die uns während der Haushaltsberatung seitens des Haushaltsausschusses begleitet haben, den Mitarbeitern in unseren Büros, die viel Arbeit uns auch abgenommen haben in der Vorbereitung, und natürlich den AG-Mitarbeitern aus unserer Fraktion. Der Dank gilt natürlich auch an alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Haushaltsausschuss, insbesondere unserem Vorsitzenden Helge Braun. Ich möchte in dieser Schlussrunde nicht mit einzelnen Anträgen rumwedeln, und es geht mir ausdrücklich auch nicht um die aktuelle Krisenhilfe. Ich möchte, dass wir zum Schluss auch noch mal über die großen Linien diskutieren, denn ich glaube, in unserem Land läuft etwas schief. Die fetten Jahre sind vorbei, dem mögen die meisten in diesem Haus ja noch zustimmen. Aber welche Konsequenzen ziehen wir denn daraus? Der Kanzler redet von Führung und Zeitenwende, aber diese Regierung führt Deutschland nicht als Anführer aufs Feld. Da trägt niemand eine Kapitänsbinde. Wenn diese Regierung etwas trägt, meine Damen und Herren, dann ist es eine Augenbinde. Das Momentum im Frühjahr, dieses Land in eine neue Zeit zu führen, wurde verpennt. So hatte es Friedrich Merz in der Generaldebatte richtigerweise kritisiert. Unser Land muss die Augenbinde endlich ablegen und aus dem Dornröschenschlaf erwachen. Es treibt mich um, ganz persönlich um, dass wir Deutschen eine Vollkaskomentalität entwickelt haben. Die Sozialstaatsquote hat sich seit den Wirtschaftswunderzeiten fast verdoppelt. 2/3 der Deutschen antwortet auf die Frage, wer die Kosten der hohen Inflation tragen soll, der Staat. Diese Anspruchshaltung erleben wir nicht nur bei Verbrauchern, sondern mittlerweile auch bei Unternehmen. Immer mehr Zuwendungsempfänger hängen vom Geld des Bundes ab. Sind denn Eigenverantwortung und Selbsthilfe ein Relikt aus vergangenen Zeiten? Soll sich der Staat denn hier um alles kümmern müssen? Wenn der Staat uns dann auch noch das Denken abnimmt, dann nenne ich das Sozialismus und nicht mehr soziale Marktwirtschaft. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Mentalität ist uns nicht angeboren. Sie ist das Ergebnis einer langen wirtschaftlichen Erfolgsphase und der Illusion, der Staat löse Krisen und Herausforderungen zum Nulltarif. Und das sage ich auch ein Stück weit mit Selbstkritik an meiner Partei. Was beim Aufbau Ost und der Finanzkrise 2009 noch gelungen ist, ist bei der Energiewende gründlich gescheitert. Trittins Kugel Eis ist leider längst in der Sonne geschmolzen. Und die Ampel heizt diese Entwicklung weiter an, anstatt sie zu stoppen. You will never walk alone, und Doppelwumms sind das Motto. Das Bürgergeld signalisiert allein sprachlich, dass man sich ums Geld erstmal keine Sorgen machen muss. Der ÖPNV soll möglichst kostenlos werden, und im Energieministerium erleben wir Planwirtschaft. SPD und Grüne reiten voran, und für die FDP bleibt leider nur die Rolle des Steigbügelhalters. Olaf Gersemann schreibt dazu in einem Artikel der Welt, ich zitiere, noch gravierender
aber ist wohl die fiskalische Omnipotenzillusion, die die Ampelfraktion eifrig blank poliert. Wenn ein Never Alone, ein Unterhaken versprochen wird, der geht im Zweifel erst gar nicht selbst los. Die Erwartung des Vollkaskoschutzes in Katastrophenfällen aller Art kann nicht anders als lähmend wirken. Zitat Ende. Diese Lähmung gilt in zweierlei Hinsicht. Zunächst lähmt dieses Vorgehen die Innovations- und Leistungsbereitschaft in unserer Gesellschaft. Die Folgen der deutschen Einheit und der Finanzkrise haben wir nur dadurch überwunden, weil Wirtschaftswachstum und fast Vollbeschäftigung die nötigen Steuern gebracht haben. Und die zweite Gefahr sind die sich anhäufenden Schuldenberge. Nicht umsonst heißt es, die Schulden von heute sind die Steuern von morgen, und dabei sind wir schon jetzt ein Hochsteuerland. Meine Damen und Herren, die Leute, die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land sind da viel weiter, als wir glauben. Sie spüren, dass wir hier überziehen. Sie machen sich Sorgen, wenn denn die Schulden alle bezahlen wollen. Sie wollen keinen Staat, der alles bestimmt. Sie spüren, dass es wieder Zeiten gibt, in denen wir uns alle anstrengen müssen. Alle, wirklich alle in diesem Land. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, appelliere ich an Sie. Wecken Sie die Wachstumskräfte in diesem Land, anstatt sie ständig mit Vollkasko-Ideen, mit neuer Bürokratie und Steuervisionen zu verhindern. Hören Sie an dieser Stelle öfter mal auf Ihren Finanzminister. Lassen Sie Forschung und Gründergeist zu, anstatt Ergebnisse politisch vorzugeben. Stärken Sie europäisch und in Deutschland die Schuldenbremse, anstatt dauernd zu überlegen, wie man sie umgehen kann. Deutschland kann mehr, man muss es nur wollen. Für die SPD-Fraktion hat nun der Kollege Andreas Schwarz das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Fragt man hier in den Raum, was ist das Wichtigste an deiner Arbeit hier, glaube ich, dann sollte die Antwort nicht schwer sein. Das Wichtigste ist, zum Wohle der Menschen in diesem Land beitragen zu können. Denn frei nach Helmut Schmidt, Politik ist nicht nur Denksport, sondern Politik ist auch Handeln. Und sehr oft musste diese Koalition in diesem Jahr entscheiden und handeln. Das hätte sich Olaf Scholz bestimmt auch anders vorgestellt, als ihm der Bundestag vor knapp einem Jahr die Kapitänsbinde angelegt hat. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, persönlich gehe ich gerne mit meiner kleinen Tochter einkaufen und schauen wir doch mal gemeinsam ins Land und vor allen Dingen in die Regale. Die Preise im Supermarkt, an den Tankstellen, im Einzelhandel sind auf einem sehr hohen Niveau. Die Energiekosten sind nach wie vor beängstigend. Das sind Kosten, meine Damen und Herren, die viele Menschen in unserem Land nur schwerlich gestemmt bekommen. Das macht mir Sorge. Diese Sorge muss aber auch Anspruch sein, den betroffenen Menschen und auch vor allen Dingen unseren Unternehmen umfassend zu helfen, um die schwersten Belastungen dieser außergewöhnlichen Zeit abzufedern. Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Gesellschaft müssen zusammengehalten und stabilisiert werden. Und genau das tut diese Koalition gerade jetzt in der Zeit. Nicht nur, dass wir einen Haushalt heute verabschieden, der für soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, Freiheit in der Zeitenwende steht. Dieser Haushalt lässt auch viel Luft für Unterstützungsleistungen, die auch nächstes Jahr unumgänglich werden. Meine Damen und Herren, der Bundeshaushalt 2023 mal im Schnelldurchlauf. 18 Stunden Schlussberatung haben wir mitbekommen. Über 1000 Anträge wurden in der Sitzung gestellt. Dankeschön an das Ausschusssekretariat, an alle, die damit geholfen und mitgearbeitet haben. 476 Milliarden Euro Gesamtvolumen, 31 Milliarden Euro noch mal mehr als im Regierungsentwurf. Die Schuldenbremse wurde eingehalten und, was uns wichtig war, eine klare parlamentarische Handschrift in diesem Bundeshaushalt. Und, meine Damen und Herren, auch klare Prioritäten. Und ich verrate hier keine Geheimnisse. Dieser Bundeshaushalt entlastet die Bürgerinnen und Bürger. Dieser Bundeshaushalt übernimmt internationale Verantwortung, die auch von uns eingefordert wird. Wir treiben den Klimaschutz voran und wir schaffen Rekordinvestitionen von über 71 Milliarden Euro. Und damit zeigen wir den Menschen Zukunft und Perspektive auf. Unsere Zeit braucht einen starken und leistungsfähigen Staat. Zuverlässigkeit und Fortschritt sind die Voraussetzungen, um Fortschritte und Zukunft zu garantieren. Deswegen investieren wir in Bildung, Digitalisierung, Klimaschutz, innovative Technologien, massiv in Schiene, Transformation, aber auch in den Sozialstaat.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, umfassende Entlastungspakete im Wert von 300 Milliarden Euro wurden und werden auf den Weg gebracht. Überdies gibt es die Einführung des Bürgergeldes, Heizkostenhilfen, eine Wohngeldreform, das 49-Euro-Ticket, 250 Euro Kindergeld, ein Rekord, was hier geleistet wurde. Weiterhin profitieren 48 Millionen Menschen davon, dass wir Anpassungen im Steuertarif geschafft haben. Nicht vergessen möchte ich aber auch die Investitionen in unsere Sicherheit, über 58 Milliarden Euro für unsere Parlamentsarmee, um Landes- und Bündnisverpflichtungen gerecht zu werden und unsere Bürgerinnen und Bürger Freiheit und Demokratie gewährleisten zu können. Ja, die Herausforderungen, und da gebe ich unserem Finanzminister ausdrücklich recht, die eigentliche Herausforderung, und das Zauberwort heißt Umsetzung. Und da sind vor allen Dingen die Ministerien, die Behörden, die ausführenden Organe gefordert. Und machen wir uns nichts vor, wir werden da auch umdenken müssen, um schneller zu werden. Deutschland, und das ist die klare Botschaft, ist finanziell stark. Dieses Land ist kreativ und wir sind innovativ. Nutzen wir diese Kraft, die in dem Land schlummert, und organisieren wir den Zusammenhalt in der Zeitenwende. Dieser Haushalt erfüllt die Zeitenwende mit Leben, und er macht vor allen Dingen eins: Freude auf die Zukunft. Und ich komme ja aus Franken. Das höchste Lob, was man hier geben kann dem Finanzminister, ist ein fränkisches Pastschow. Und das ist also das höchste Lob. Oder wenn man es mit den Worten von Helmut Schmidt ausdrücken möchte: Dieser Haushalt hat Mut zur Zukunft. Und abschließend, und Olaf Scholz trägt die Kapitänsbinde für unsere Regierungsmannschaft zu Recht. Herzlichen Dank. Andreas Schwarz war das aus der SPD-Fraktion in der Schlussrunde zum Haushaltsgesetz 2023. Der gesamte Haushalt von 476 Milliarden Euro wird ja in ein Gesetz gegossen. Und dazu jetzt auch noch mal der Haushälter der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Sven-Christian Kindler. Meine Damen und Herren, ich möchte mich auch ganz herzlich am Anfang beim Ausschussvorsitzenden bedanken, der mit trockenem Humor und auch mit Schnelligkeit durch die Sitzung geführt hat. An ihm lag es nicht, dass wir 80 Stunden gebraucht haben, sondern es waren sehr viele Anträge von Opposition und Koalition. Alleine 526 Anträge haben wir in diesem Haushaltsverfahren als Koalitionsfraktion gestellt, 420 haben wir insgesamt in der Bereinigung gestellt. Und ich möchte mich insgesamt auch noch mal bei den Teams der Fraktionen bedanken, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere auch beim Ausschusssekretariat, das ganz hinten hier bei der Bundesbank sitzt. Wir werden einen großen zweistelligen Milliardenbetrag an die Bundesländer auch in diesem Bundeshaushalt bereitstellen. Mich wundert, dass niemand auf der Bundesratsbank blickt, aber ich hoffe, freue mich umso mehr, dass das Ausschusssekretariat dort sitzt. Vielen, vielen Dank für Ihre Arbeit. Und ich möchte mich ganz herzlich nochmal bedanken bei den Koalitionsarbeitsgruppen Haushalt von SPD, FDP und Grünen, insbesondere bei meinen Sprecherkollegen Otto Fricke und Dennis Rohde, der leider krankheitsbedingt in Ammerland gibt. Vielen Dank. Wir hatten eine intensive, auch harte Verhandlungen und Diskussionen, haben gerungen um die beste Lösung, aber es war immer sachbezogen und menschlich fair und angenehm der Sache. Das schätze ich sehr. Vielen Dank. Und wir kommen auch mit diesem Bundeshaushalt zu sehr großen Ergebnissen. Denn wir haben ja auch schwere Krisenzeiten, in denen wir diesen Haushalt aufstellen. Wir lassen in diesen harten Zeiten in der Kälte niemanden allein. Das setzen wir mit dem Bundeshaushalt um, mit insgesamt 300 Milliarden Euro Entlastungen. Wir unterstützen Bürgerinnen und Bürger, wir unterstützen Unternehmen, Industrie, soziale Einrichtungen und Vereine. Wir nehmen unsere große internationale Verantwortung wahr, indem wir noch mal 2 Milliarden zusätzlich fürs Auswärtige Amt und das Entwicklungsministerium bereitstellen. Und der Finanzminister hat das angesprochen: Wenn man die finanziellen Transaktionen aus dem Bundeshaushalt rausrechnet, was man als ehrlicher Haushälter machen muss, dann haben wir immer noch 50 Milliarden Investitionen im Kernhaushalt. Dann haben wir auch Sondervermögen digitale Infrastruktur und dem Klimatransformationsfonds insgesamt 30 Milliarden zusätzliche Investitionen, also 80 Milliarden Euro, die in Klimaschutz gehen, in Transformation gehen, in Digitalisierung, in Energieeffizienz, in Infrastruktur. Wir investieren entschlossen mit diesem Haushalt gegen diese Krisen. Das ist der Haushalt von Regierung und den Koalitionsfraktionen. Und dann bin ich bei der Rolle der Opposition. Und um es freundlich zu sagen, die Opposition ist in diesem Haushaltsverfahren deutlich unter ihren Möglichkeiten geblieben.
Das haben schon mehrere Redner und Redner angedeutet. Wir haben eine sehr interessante Haushaltswoche erlebt, wo viele Redner und Redner der CDU und CSU immer mehr gefordert haben. Mehr Ausgaben hier, dort erhöhen, hier mehr ausgeben. Das war zu wenig. Und gleichzeitig gab es keine Gegenfinanzierung in den allermeisten Fällen. Und dann haben wir heute wieder gehört von Herrn Müller und von anderen, dass wir viel zu viele Schulden machen würden. Ehrlich gesagt, das ist nicht logisch und das ist nicht konsistent, liebe Union. Und wenn wir schon beim Thema Rekordschulden sind, dann will ich erstens festhalten, die höchste Schuldenermächtigung im Bundeshaushalt mit 600 Milliarden Euro gab es 2020 für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds und das war unter der Regierung von Angela Merkel. Das ist die Wahrheit. Und zur Wahrheit gehört auch, Grüne und FDP hätten sich damals auch leicht machen können, 2020 in Opposition. Wir hätten uns das leicht machen können und sagen können, wir sind in der Opposition, wir machen diese Rekordschulden nicht mit und wir polemisieren dagegen. Haben wir das gemacht? Haben das Grüne und FDP gemacht? Nein, wir haben dafür gestimmt. Und warum haben wir das gemacht? Weil wir nicht in einer schweren Krise, in einer schweren Pandemie gesagt haben, wir machen jetzt billige Oppositionspolitik, sondern wir haben zu unserer staatspolitischen Verantwortung gestanden. Das ist die Wahrheit. Ganz anders jetzt die CDU und CSU nach Angela Merkel in der Opposition, wo jetzt Friedrich Merz die Kapitänsbinde übernommen hat und sich im Populismus versucht, je nachdem, woher gerade der Wind weht. Sie haben lautstark Energiehilfen gefordert. Gleichzeitig haben sie die Finanzierung der 200 Milliarden für die Strom- und Gaspreisbremse abgelehnt. Und sie haben uns nicht verraten, welche andere alternative Finanzierung sie denn wollen. Was wollen Sie? Eine gerechte Steuererhöhung? Wollen Sie bei der Rente kürzen? Wir wissen es nicht. Sie haben uns nicht verraten, was Sie machen wollen. Und ehrlich gesagt, so geht es nicht. Wenn es nach der Union gegangen wäre, hätten wir keine Finanzierung für die großen Energiehilfen, die die Menschen jetzt brauchen. Wir würden keinen Cent senken bei den hohen Strompreisen, bei den hohen Gaspreisen. Wir sind der Union nicht im Verfahren gefolgt. Und es ist richtig, dass Sie in der Opposition sind. Wir haben diesen Haushalt in sehr schweren Krisenzeiten aufgestellt und gleichzeitig versuchen wir auch mit diesem Haushalt und mit der Politik, die wir machen, jetzt auch Zuversicht zu geben. Und das können wir auch. Russland ist in der Defensive. Trotz des schweren Krieges in der Ukraine ist international immer mehr isoliert. Das haben wir beim G20-Gipfel gesehen. Wir haben 300 Milliarden Euro Entlastung, die wir jetzt finanzieren. Die Strom- und Gaspreise sinken wieder. Wir haben Rekordinvestitionen für Klima und Transformation. Frau Präsidentin, ich weiß, Sie haben die Kapitänsbinde hier auch im Hohen Haus. Ich komme zum Schluss. Wir wollen Zuversicht geben mit diesem Haushalt und Mut für die anstehenden Krisen. Vielen Dank Ihnen für Ihre Zustimmung zu diesem Haushalt. Sven-Christian Kindler für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, deren haushaltspolitischer Sprecher. Wir nähern uns so langsam dem Ende dieser Debatte. Yannick Buri aus der Unionsfraktion, er ist Obmann im Unterausschuss zu Fragen der Europäischen Union. Und das spielt ja durchaus eine Rolle, weil viele Sondertöpfe, die die Bundesregierung angelegt hat, rund um den Bundeshaushalt in der EU durchaus umstritten sind. Überzeugende Antwort geben, wie Sie fiskalpolitisch der Inflation in diesem Land entgegenwirken wollen, stattdessen die öffentliche Nachfrage weiter hochhalten, damit im Zweifel Inflation weiter treiben. Herr Minister, Sie haben von Rekordinvestitionen gesprochen. Sie haben nicht davon gesprochen, dass auch die konsumtiven Ausgaben des Staates bei Ihnen auf einem Rekordniveau liegen. Vor allem lehnen wir Ihren Haushalt aber deswegen auch ab, weil der Bundeshaushalt für 2023 die finanzpolitische Realität in diesem Land nicht widerspiegelt. Herr Minister, Sie sagen, dass Sie nach 3 Jahren den Bundeshaushalt in eine Lage der Normalität zurückführen würden, die Schuldenbremse wieder einhalten wollen. Sie haben da heute deutlich tiefer gestapelt als in der Vergangenheit, aus meiner Sicht auch richtigerweise so, denn oft verschweigen Sie dabei, dass Sie in diesem Jahr 360 Milliarden Euro sich vom Bundestag haben genehmigen lassen in Sondervermögen, um die Politik für die nächsten Jahre durchzufinanzieren. Und vor allem, und das ist viel weitreichender, verschweigen Sie, dass Sie mit diesem Vorgehen, Rücklagen zu bilden in der Notsituation unter der Notlagenklausel der Schuldenbremse, die Blaupause geschaffen haben, wie Sie, wie kommende Finanzminister, wie im Übrigen auch die Länder, die Schuldenbremse künftig immer dann umgehen können, wenn Regierungskoalitionen das wollen. Und dass Sie mit diesem Vorgehen diese Blaupause geliefert haben,
Das zeigt sich nicht nur daran, dass Sie dieses Vorgehen dieses Jahr zweimal angewendet haben, sondern dass wir jetzt auch schon die ersten Bundesländer sehen, die so handeln, wenn man in das Saarland schaut, wenn man nach Niedersachsen schaut. Und Herr Minister, Sie wollen mit diesem Bundeshaushalt den Eindruck erwecken, der Verteidiger der Schuldenbremse zu sein. Tatsächlich steht Stand heute zu befürchten, dass Sie damit, dass Sie diese Blaupause erfunden haben, in die Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik eingehen werden als der Finanzminister, der den Weg gebahnt hat, wie die Schuldenbremse umgangen werden kann. Sie haben, Herr Minister, als liberaler Finanzminister in einem Jahr Amtszeit das geschafft, an dem Ihr sozialdemokratischer Vorgänger 4 Jahre lang am Widerstand der Union gescheitert ist, nämlich die Schuldenbremse auszuhöhlen und die Glaubwürdigkeit der Schuldenbremse zu untergraben. Und daran ändert auch die Argumentation nichts, dass Sie die Schulden zur Krisenbewältigung vom regulären Haushalt, von den regulären Ausgaben trennen wollen. Jetzt kann ich ja durchaus verstehen, dass Sie, um Ihre Koalitionspartner im Zaum halten zu können, bei den Ausgabenwünschen von SPD und Grünen, die allerlei Ideen haben, für was die eigentlich für Krisenbewältigung vorgesehenen Mittel stattdessen ausgegeben werden sollten, dass Sie da ein Instrument brauchen, um Ihre Koalitionspartner im Zaum zu halten. Sie haben das selber gerade eben Selbstbindung genannt. Und es mag für den einen oder anderen hier auch überraschend klingen, aber man kann auch ohne eine solche Trennung der beiden Ausgabenarten im regulären Bundeshaushalt Ausgaben transparent darstellen, sparsam mit Steuergeld umgehen und Mehrausgaben damit weitere Schulden vermeiden. Das würde allerdings voraussetzen, Prioritäten zu setzen. Und das würde erfordern, dass Sie angesichts der aktuellen Krisen, die Sie ja richtigerweise ansprechen, kostspielige Projekte Ihres Koalitionsvertrages erst einmal hinten anstellen und um an der Stelle auch mit einer Legendenbildung aufzuräumen, die auch heute hier wieder oft geäußert worden sind. Wie man priorisieren kann, wie das geht, das haben wir Ihnen allein in der Bereinigungssitzung mit 370 Änderungsanträgen gezeigt, die Sie allesamt abgelehnt haben und damit 19 Milliarden Einsparpotenzial noch dazu generiert haben. Und Herr Minister, ich sehe durchaus, wie Sie, wie Ihr Haus, wie auch Ihre Fraktion versucht, den Bundeshaushalt zusammenzuhalten. Das würde es allerdings dann auch nötig machen, dass Sie sich als Finanzminister in dieser Regierung die Kapitänsbinde anziehen, sich gegen Ihre Koalitionspartner durchsetzen. Was Sie stattdessen tun, ist, die Glaubwürdigkeit der Schuldenbremse zu unterwandern, um den ohnehin brüchigen Burgfrieden in Ihrer Koalition zu erhalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Gefüge einer Volkswirtschaft ist der Staat kein unabhängiger Dritter, der unbegrenzt Geld schaffen, Geld schöpfen kann, um damit unbegrenzt zu verteilen und alles zu kompensieren, was volkswirtschaftlich gerade passiert. Die Aufgabe von Haushaltspolitik ist es stattdessen, ein Teil dessen, was erwirtschaftet worden ist, politisch sinnvoll im Land umzuverteilen. Umgehen wir die Schuldenbremse und finanzieren wir Ausgaben dauerhaft mit Schulden, ebnen den Weg, Ausgaben dauerhaft mit Schulden zu finanzieren, dann heißt das am Ende nichts anderes, als dass wir Geld ausgeben, was nicht erwirtschaftet worden ist und was kommende Generationen erst noch werden erwirtschaften müssen. Und in diesem Zusammenhang ist dieser Bundeshaushalt, über den wir heute abstimmen, keine Trendwende in der Finanzpolitik der Ampel. Es ist stattdessen ein weiteres Puzzleteil in einem Gesamtgefüge von Finanz- und Haushaltspolitik, die auf Rekordschulden und die auf eine Unterwanderung der Schuldenbremse abzielt. Und angesichts dessen, dass Sie den Weg dafür bereitet haben, wie heute und in Zukunft Bund und Länder im Zweifel die Schuldenbremse umgehen können, werde ich, lieber Otto Fricke, nicht mit Shakespeare enden, sondern stattdessen mit Goethe. Denn wenn wir sehen, was jetzt auch manche Länder beginnen, Herr Minister, dann könnte man sagen, sind Sie gewissermaßen der Zauberlehrling der kreativen Buchführung um die Schuldenbremse herum. Und deswegen hoffe ich inständig, dass wir nicht bald von Ihnen und aus Ihren Reihen hören, Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister, werde ich nicht mehr los. Vielen Dank. Yannick Buri endet mit Goethe an diesem letzten Tag der Haushaltswoche in der letzten Runde zum Bundeshaushalt 2023. Wir sind beim vorletzten Redner angekommen. Martin Gerster kommt aus der SPD-Fraktion und ist Vorsitzender im Rechnungsprüfungsausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir, und ich denke, das sollten wir auch mal festhalten in dieser Debatte, können froh sein,
dass wir es durch das engagierte Handeln des Bundeskanzlers, der Regierungsmannschaft und der Ampel tatsächlich schaffen, ohne fossile Brennstoffe aus Russland durch den Winter zu kommen. Es ist gut, dass Olaf Scholz die Kapitänsbinde dieser Bundesregierung trägt. Nicht nur, aber auch finanziell verlangt uns die Krise mit allen ihren Auswirkungen viel ab. Und die Ampel hier auf Bundesebene tut alles, dass wir die vielen Herausforderungen bewältigt bekommen. Wir nehmen dafür wirklich viel Geld in die Hand. Ich erinnere an die Bundeswehr, 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Ich denke an 200 Milliarden Euro für den wirtschaftlichen Abwehrschirm, damit Energierechnungen bezahlbar bleiben, und an 3 Entlastungspakete in Höhe von rund 100 Milliarden Euro, damit alle Menschen durch die Krise kommen. Ich denke an die milliardenschwere Unterstützung des Bundes für die Kommunen bei der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine und anderswo. Ich denke an die 750 Millionen, die wir für Integrationskurse zur Verfügung stellen, an die Erhöhung des Kindergeldes und an vieles mehr, an Wohngeld Plus, an die Energiepauschale und. Ja, wir können es hinkriegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber nur dann, wenn alle politischen Ebenen mit anpacken. Und hier, finde ich, kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Denn während wir uns hier auf Bundesebene in der Ampel Arme und Beine ausreißen, macht sich so manche Landesregierung einen schlanken Fuß. Und lieber Kollege Janik Buri, da komme ich zum Beispiel Baden-Württemberg. Steuermehreinnahmen in Milliardenhöhe, Haushaltsüberschüsse in Milliardenhöhe. Ja, die Zeiten sind schlecht, aber die Kassenlage im Landeshaushalt Baden-Württemberg ist ausgezeichnet. Aber eigene Hilfsprogramme, eigenes Engagement in der Krise, weitgehend Fehlanzeige. Stattdessen mault man und mosert man in Stuttgart an der Bundesregierung und der Ampel rum. Zudem gibt es Kritik, wenn der Bund nicht mehr in vollem Umfang ureigene Landesaufgaben mitfinanziert. Und hier müssen wir, ich glaube, das sind wir alle gefragt, die schon vorhandene Schieflage, müssen wir aufpassen, dass diese nicht vollkommen aus dem Ruder läuft. Und hier sehe ich wirklich uns alle in diesem Hause und auf Bundesebene gefordert. Die Meldungen aus Stuttgart von heute Morgen, finde ich, passen ins Bild. Die Landesregierung Baden-Württemberg will die Bundesgelder zur Unterstützung für die Unterbringung von Geflüchteten nicht zu 100% an die Kommunen weiterleiten und lehnt die Aufnahme von gefährdeten Menschen aus Afghanistan über unser Bundesaufnahmeprogramm ab, so die zuständige Landesministerin in einem Schreiben an Nancy Faeser. Ich finde, das ist nicht solidarisch, sondern mindestens unanständig. Zum Stellenhaushalt möchte ich auch ganz gerne noch den ein oder anderen Satz sagen. Hierzu hat sich ja zu Beginn dieser Haushaltswoche im Bundestag der Chef der Unionsfraktion in einer Weise geäußert, die mich doch gelinde gesagt etwas irritiert hat. Die Ampel und ihre Minister hätten angesichts der zusätzlich im Bundeshaushalt vorgesehenen Stellen, ich zitiere Friedrich Merz, jedes Maß verloren. Da frage ich mich schon, welche Stellen meint eigentlich jetzt die Unionsfraktion? Welche Stellen hält sie denn für unverzichtbar? Bei der Bundespolizei schaffen wir 1.000 neue Stellen, etwa zum Schutz der Flug- und Seehäfen oder als Besatzungen auf den Schiffen in der Nord- und Ostsee. Wenn dieses Personal für überflüssig gehalten wird, dann finde ich, sollten Sie das auch ehrlich sagen, beispielsweise in der Bereinigungssitzung oder auch in der Debatte innen. Wir jedenfalls von der SPD und in der Ampel halten dieses Personal in dieser Krise nicht für verzichtbar. Sie sind absolut richtig. 180 Stellen beim BKA zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität, von Extremismus und für den Kampf gegen Kindesmissbrauch. Das sind Fachleute, die dringend benötigt werden. Das ist jedenfalls unsere Meinung und keine überflüssigen Stellen. Auch beim BBK 146 neue Stellen stehen im Haushalt zur Umsetzung der Neuaufstellung. Wir finden vollkommen zu Recht, während der damalige Innenminister Horst Seehofer ihrem BBK-Chef Armin Schuster damals keine einzige zusätzliche Stelle dafür zugestanden hat. Laut Opposition machen wir ja fast überall zu wenig, aber das notwendige Personal soll dann aber auch nicht eingestellt werden. Ich finde, das ist unseriös und verantwortungslos angesichts der aktuellen Herausforderungen. Also letztendlich muss man sagen, ein guter Haushalt, auch der Stellenhaushalt, passt. Und deswegen bitte ich für die SPD-Fraktion, für die Ampel um Zustimmung. Herzlichen Dank.
Martin Gerster aus der SPD-Fraktion noch mal mit einem Verweis auf, wie er sagt, die ausgezeichnete Kassenlage in Ländern wie Baden-Württemberg und zu zusätzlichen Stellen, die die Ampel genehmigt hat. Letzte Rednerin, Elisabeth Kaiser aus der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Bürgerinnen und Bürger, werte Kolleginnen und Kollegen, wir sind kurz davor, einen Bundeshaushalt in Höhe von mehr als 476 Milliarden Euro zu beschließen. Und die Debatten in den vergangenen Tagen, die haben deutlich gezeigt, auch in herausfordernden Zeiten packt diese Koalition wichtige Aufgaben an und sorgt gleichzeitig für finanzielle Stabilität. Aber anstatt wie die CDU, CSU, Herr Buri, Herr Hase, das Mantra des Spardiktats und vermeintlicher Generationengerechtigkeit vor sich herzutragen, investieren wir als Ampelkoalition in soziale Gerechtigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Erhöhungen des Mindestlohns auf 12 Euro, des Kindergeldes, des Wohngeldes, Heizkostenzuschüsse, Direktzahlungen, Steuererleichterungen, Strom- und Gaspreisbremse, all das sind doch Maßnahmen, die spürbar bei den Menschen ankommen. Als Sozialdemokratinnen wissen wir, dass soziale Sicherheit das Fundament ist für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und genau das unterscheidet uns von Ihnen, liebe Union. Beim Bürgergeld, da haben Sie bewiesen, welches Menschenbild Ihre Politik prägt, wenn Sie Menschen ohne Arbeit gegen jede mit geringem Einkommen ausspielen. Und als Ostdeutsche möchte ich mal klar sagen, ich bin sehr froh, dass wir mit dem Bürgergeld endlich Hartz IV überwinden. Denn Hartz IV hat gerade im Osten hunderte Menschen in prekäre Beschäftigung gebracht, aus der nur viele schwer oder gar nicht wieder herausgekommen sind. Und das nicht selten, obwohl sie eine viel bessere Qualifizierung hatten als in den Jobs, in denen sie gesteckt haben. Und mit dem Bürgergeld, da geht es nämlich nicht länger darum, Arbeitssuchende in irgendeine Arbeit zu drängen, sondern zielgerichtet zu unterstützen, neue berufliche Wege zu gehen. Und das ist für uns auch eine Frage des Respekts. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem zur Abstimmung stehenden Haushalt holen wir nach, was mit der Union liegen geblieben ist, und stellen gleichzeitig die drängenden Fragen unserer Zeit. Wir investieren in Klimaschutz, die Transformation unserer Wirtschaft, die Digitalisierung. Wir erhöhen die Mittel für Forschung und Entwicklung, gerade auch zugunsten der kleinen und mittelständischen Wirtschaft. Und wir kümmern uns um eine moderne Verkehrsinfrastruktur. Denn wir wollen unseren Kindern kein marodes Land ohne Perspektiven hinterlassen. Das ist für uns Generationengerechtigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn es um Zukunftsfähigkeit geht, da kommen wir auch an der Frage des Fach- und Arbeitskräftemangels hier nicht vorbei. Und Saskia Esken hat das sehr bezeichnend hier auch im Plenum am Mittwoch als die Achillesferse unserer Wirtschaft beschrieben. Und besonders in Ostdeutschland, in Regionen, die bis heute mit Abwanderung zu kämpfen haben, gefährdet eben der Mangel an Fach- und Arbeitskräften die wirtschaftliche Entwicklung. Und es freut mich deshalb sehr, dass wir neben vielen Maßnahmen der Fachkräftesicherung in diesem Haushalt auch Mittel für den Aufbau der German Professional School in Thüringen bereitstellen. Ein innovatives Modellprojekt für die dauerhafte Gewinnung ausländischer Fachkräfte in Deutschland. Und so gehen wir das an. Wir geben Perspektive, haben Mut, machen Mut und vor allen Dingen begegnen wir den Menschen mit Respekt und auf Augenhöhe und mit Vertrauen. Und an Vertrauen in die engagierte Zivilgesellschaft, da fehlt es leider bei der Union, leider auch bei vielen anderen auf der rechten Seite des Plenums. Das musste ich in den Haushaltsgesprächen zu den Demokratieförderprogrammen leider immer wieder feststellen. Damit unterstützen wir doch dabei Engagierte in vielen Vereinen und Verbänden, die sich stark machen für unsere Demokratie und Zusammenhalt, egal ob in der Freiwilligen Feuerwehr, in der Gewerkschaftsjugend oder eben auch im Freundeskreis für Flüchtlinge in Gera. Sie alle machen dieses Land auch in Krisenzeiten, machen Sie es fest, Sie machen es lebenswert, bunt und vielfältig und stehen diese Kräfte, gegen die Kräfte auf dieser Seite des Plenums. Und zum Ende bleibt mir hier nur noch einmal kurz Danke zu sagen an die lieben Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit im Haushaltsausschuss, an Helge Braun, unseren Ausschussvorsitzenden, und vor allen Dingen auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ausschuss. Und besonderer Dank nochmal an Dennis Rohde, der für die SPD-Fraktion die Kapitänsbinde in den Haushaltsverhandlungen trägt, heute leider nicht hier sein kann. Gute Besserung, lieber Dennis, und nun eine gute Abstimmung zum Bundeshaushalt. Vielen Dank.
sagt Elisabeth Kaiser, die letzte Rednerin war in dieser Haushaltswoche. Am Dienstag ist es ja losgegangen, um 10 heute jetzt also das Ende. Es wird nochmal namentlich abgestimmt über den Bundeshaushalt 2023. Es geht um 476,3 Milliarden Euro, aber das ist nur fast die halbe Wahrheit, denn es gibt ja auch nochmal jede Menge zusätzliche Schulden in der Sonderschuld Bundeswehr beispielsweise, im Wirtschaftsstabilisierungsfonds oder im Klima- und Transformationsfonds. Also es wird sehr viel mehr Geld bereitgestellt, als das der Bundeshaushalt fürs nächste Jahr hergibt. Da wird es noch weitere Diskussionen zu geben. Wie gesagt, hier jetzt gleich die namentliche Abstimmung aufgerufen von Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau. Es gab am Morgen hier schon einen wichtigen Debattenpunkt außerhalb der Haushaltswoche, nämlich die Abstimmung zum Ergebnis des Vermittlungsausschusses zum Bürgergeld. Es gab eine große Mehrheit dazu Parlament. Aber es gab dann anschließend auch Beratung und Abstimmung dazu im Bundesrat. Und auch damit werden wir uns natürlich ausführlich beschäftigen. Alles Weitere dazu sagt Ihnen jetzt Alexander Kähler.